Ja, hallo und herzlich willkommen. In dem heutigen Clip geht es um das Themengebiet Nummer 3 aus dem Rahmenplan zur IHK-Sachkundeprüfung gemäß § 34a der Gewerbeordnung, dem Thema Datenschutzrecht. Besser gesagt, dem neuen Datenschutzrecht, denn wie Sie sicher alle wissen, gilt seit dem 25. Mai 2018 in Deutschland die Datenschutzgrundverordnung oder auch EU-Datenschutzgrundverordnung. Außerdem haben wir seit dem gleichen Zeitpunkt ein neues Bundesdatenschutzgesetz. Und da beide gesetzlichen Bestimmungen nun einmal auch prüfungsrelevant sind für die sogenannte 34a-Prüfung, wurde natürlich mittlerweile auch der DIHK-Rahmenplan, der ja die bundesweite Vorgabe für die Sachkundeprüfung darstellt, dieser Rahmenplan wurde angepasst. Und ich möchte heute hier auf diese Neuregelung eingehen, und zwar so kompakt und verständlich wie möglich. Mir ist dabei natürlich schon bewusst, dass viele Prüflinge, viele Schulungsteilnehmer, ja vielleicht ja auch Sie, sich ein bisschen schwer tun mit dem Thema Datenschutzrecht. Und das wird sich wahrscheinlich auch mit dem neuen Datenschutzrecht nicht wirklich ändern. Nicht zuletzt deshalb nicht, weil das Thema Datenschutz doch noch komplexer geworden ist, noch unübersichtlicher geworden ist, ja vielleicht sogar ein bisschen komplizierter, ein bisschen abstrakter. Das soll uns hier nicht weiter interessieren. Es gibt ja zu kaum einem Themengebiet in den letzten Monaten ja mehr Meinungsmache, Stimmungsmache, ja bis hin zu Panikmache, vielleicht auch ein bisschen Geldmache, als wie zum Thema Datenschutzrecht, einfach wegen den neuen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Doch wir wollen uns hier an die Fakten halten. Ich verstehe es ohnehin nicht als meine Aufgabe, hier zu bewerten, zu beurteilen oder zu kommentieren, was der Gesetzgeber hier sich für uns hat einfallen lassen im Rahmen des Datenschutzes, sondern ich möchte Ihnen eine praktische, eine verständliche, eine wirkungsvolle Hilfestellung für die Prüfungsvorbereitung zu diesem Thema mit an die Hand geben. Das ist mein Ziel und ich hoffe, das gelingt mir. Ich weiß, das Thema Datenschutzrecht ist relativ trocken und nicht sehr beliebt und ich versuche hier mein Bestes zu geben, dass Sie mich nicht gleich nach 5 Minuten hier abschalten. Also, Thema Datenschutz. Wir wollen uns an die Fakten halten. Was sind die Fakten? Inwiefern kommt Datenschutz in der IHK-Sachkundeprüfung gemäß § 34a der Gewerbeordnung vor? Also, im schriftlichen Teil der Prüfung müssen Sie zum Thema Datenschutz 4 Aufgaben lösen, mit denen Sie insgesamt 4 von 100 Punkten erreichen können, wenn Sie sie denn richtig lösen. Und im mündlichen Teil der Prüfung müssen Sie, ich sag mal leider, auch damit rechnen, dass hier Fragen zum Datenschutzrecht gestellt werden. Das Thema Datenschutz ist ja im Rahmenplan auch als Schwerpunktthema für die mündliche Prüfung deklariert. Hier darf ich aber zugeben, meine praktische Erfahrung als Prüfer spricht ein bisschen dagegen. Also bei der IHK, bei der ich prüfe, wurde in den letzten 15 Jahren seltenst mal eine Frage zum Thema Datenschutz gestellt. Aber ich habe ja an anderer Stelle in einem anderen Videobeitrag schon einmal darauf hingewiesen, dass es bei den mündlichen Prüfungen sehr wohl eben auch Unterschiede gibt. Okay, also wir sehen zusammenfassend, das Thema Datenschutzrecht ist nicht übergewichtig, hat also kein besonderes Gewicht in der Sachkundeprüfung, sollte aber dennoch nicht völlig ignoriert werden. Auch aus anderen Gründen nicht, darauf gehe ich später nochmal ein. Also ich möchte Ihnen hier eine wirkungsvolle Hilfestellung mit an die Hand geben und habe mir ja zur Strukturierung dieses Vortrags hier einfach den Rahmenplan genommen, der meiner Meinung nach sehr wohl ja groß geworden ist, der sehr umfassend geworden ist. Also es sind sehr viele Paragraphen, die uns der Gesetzgeber da reingeschrieben hat, die nun mal jetzt von Ihnen auch gelernt werden müssen. Also eine ganze Seite voller Paragraphen, voller Begriffe, voller Bestimmungen und Lernzieldefinitionen. Und die habe ich einfach genommen, in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht und auf den folgenden Flipchart-Seiten hier strukturiert, damit wir das Thema Schritt für Schritt abarbeiten können. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt los nach dieser kurzen Einleitung. Also das Thema Datenschutzrecht. Los geht's! Ja, legen wir los mit der ersten Flipchart-Seite, mit den ersten 3 Punkten. 3 großen Themengebieten innerhalb des Datenschutzrechts. Und das erste, was wir hier finden, sind Abkürzungen. Abkürzungen der Gesetze, die hier prüfungsrelevant sind. Und beginnen möchte ich mit der DSGVO.
die Datenschutzgrundverordnung, die seit dem 25. Mai 2018 in Deutschland unmittelbar und direkt gilt. Aber nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Deswegen heißt sie auch oftmals EU-Datenschutzgrundverordnung. Und die EU-Datenschutzgrundverordnung, hier einmal, dass man es gelesen hat, Datenschutzgrundverordnung, ist nicht nur ein Wort mit ganzen 26 Buchstaben, sondern ist auch ein wirklich umfangreiches Gesetzeswerk. Ein echtes Mammutgesetz. Darin befinden sich 99 zum Teil sehr umfangreiche Artikel, also wir haben es hier nicht mit Paragraphen zu tun, mit Artikeln, plus 173 sogenannte Erwägungsgründe, das sind weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Begriffen, Bestimmungen und so weiter. Und wenn man die DSGVO in dieser Form ausdruckt, im PDF-Format, dann kommt man auf beachtliche 88 DIN A4 Seiten. Also kein Gesetz, was man kurz durchblättern kann, was man in 10 Minuten durchgelesen hat und hier verstanden hat und dann weiß, was man zum Beispiel für die 34a-Prüfung wissen muss. Also hier bedarf es eben einiger Erläuterungen. Die werde ich Ihnen auch in diesem Clip mit an die Hand geben. Also die DSGVO enthält, vereinfacht gesagt, die Grundsätze, steckt ja auch ein bisschen im Wort, Grundverordnung, also enthält die Grundsätze für die behördliche und geschäftsmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten. Also hier haben wir schon einige datenschutzrelevante Begriffe, auf die wir später auch noch eingehen werden. Also Grundsätze für die behördliche und geschäftsmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten. Vereinfacht natürlich gesagt. Und die DSGVO, das haben wir ja vielleicht durch die Medien einfach mitbekommen in den letzten Monaten, die DSGVO gilt einheitlich in der gesamten Europäischen Union. Sie enthält strengere Regeln zum Datenschutz als bisher und härtere Strafen. Das ist erst einmal alles, was wir für den Einstieg über die DSGVO wissen müssen. Datenschutzgrundverordnung, diejenigen von Ihnen, die das zum ersten Mal hören, lassen das erstmal sacken. Also da muss man sich erstmal überhaupt das Wort merken. Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, enthält die wesentlichen Bestimmungen und 95% meines Vortrags hier dreht sich um die DSGVO, um die Bestimmung der DSGVO. Wir werden einige Artikel, einige Grundsätze aus der DSGVO besprechen müssen, die hier prüfungsrelevant sind. Ja, und hinzu kommt, dass es auch ein neues Bundesdatenschutzgesetz gibt. Ein neues Bundesdatenschutzgesetz. Und das neue Bundesdatenschutzgesetz enthält im Gegensatz zum alten Bundesdatenschutzgesetz nur noch ausgewählte Bereiche des Datenschutzes. Nur noch ausgewählte Bereiche. Also Dinge wie Beschäftigtendatenschutz, Datenschutzbeauftragter, Videoüberwachung in öffentlichen Räumen. Das sind so die Überschriften, das sind so die Themenbereiche, für die wir uns interessieren, die wir auch im neuen Bundesdatenschutzgesetz finden. Und das Bundesdatenschutzgesetz ist eigentlich nur noch eine Ergänzung der Datenschutzgrundverordnung. Woran liegt das? Die Datenschutzgrundverordnung regelt jetzt den Datenschutz nicht für alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, bald nur noch 27 Mitgliedstaaten, lückenlos, sondern enthält sogenannte Öffnungsklauseln. Das heißt, die einzelnen Staaten Europas dürfen eben ergänzende Vorschriften, individuelle Vorschriften zu bestimmten Bereichen verabschieden. Nationale Gesetzgebung darf das verabschieden. Und das hat Deutschland getan mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Wir haben einige Dinge ausgestaltet, die eben nur in Deutschland so sind. Dabei gilt natürlich auch für die nationalen Gesetzgeber, also für Deutschland, dass man sich an das Europarecht halten muss. Europarecht hat hier Vorrang. Die DSGVO hat Vorrang vom Bundesdatenschutzgesetz. Und die Grundsätze, die in der DSGVO festgelegt sind, müssen auch sich im Bundesdatenschutzgesetz hier wiederfinden. Das Thema begegnen uns an anderer Stelle auf jeden Fall noch einmal. Hier ist nur wichtig, dass Sie wissen, es gibt die DSGVO, die in der gesamten Europäischen Union gilt und den Datenschutz in Europa vereinheitlichen soll. Und es gibt in Deutschland noch das Bundesdatenschutzgesetz, welches wir für Teilbereiche zur Hand nehmen müssen. Das heißt, in Datenschutzfragen muss man grundsätzlich beide Gesetzesbücher zur Hand nehmen. Grundsätzlich beide Gesetzesbücher zur Hand nehmen, wobei die DSGVO Vorrang hat. Okay, und dann kommen wir zu guter Letzt noch zu den Landesdatenschutzgesetzen. Also als wenn das noch nicht ausreicht, haben wir noch in den 16 Bundesländern einzelne Landesdatenschutzgesetze. Die müssen uns aber gar nicht weiter interessieren. Ich würde behaupten, Sie müssen einfach nur wissen, dass es das überhaupt gibt. Warum? Weil der Inhalt der Landesdatenschutzgesetze betrifft die öffentlichen Stellen.
das heißt betrifft nur die öffentlichen Stellen, betrifft Behörden, Gemeinden, öffentliche Verwaltung und so weiter, stellt auch zudem die Grundlage dar, die rechtliche Grundlage dar der zuständigen Aufsichtsbehörden. Die zuständigen Aufsichtsbehörden, ein Begriff, den ich auch noch öfters erwähnen werde, die zuständigen Aufsichtsbehörden sind ja die Landesdatenschutzbehörden, also die Datenschutzbehörden der einzelnen Bundesländer, Landesdatenschutzbeauftragte genannt. Die gesetzliche Grundlage für deren Handlung, für deren Aufgaben und Befugnisse befinden sich auch in den Landesdatenschutzgesetzen. Also das sollte man wissen, dass es diese drei Gesetzeswerke gibt. Und das entspricht ja auch schon so der Taxonomie, die ich vorhin hier zum Besten gegeben habe. Also der Prüfling sollte wissen, wo der Datenschutz geregelt ist. Das wissen Sie jetzt in der DSGVO, im Bundesdatenschutzgesetz und in den Landesdatenschutzgesetzen zumindest, wenn es um die Bestimmung für die öffentliche Hand geht, wenn es um Bestimmung für die öffentlichen Stellen geht. Okay, das war schon zum Thema Nummer 1. Und jetzt, bevor wir in die Tiefen der DSGVO absteigen, sprechen wir einmal über das Fundament des Datenschutzes. Das rechtliche Fundament, wo ist der Datenschutz verankert? Unter der Überschrift Grundrecht auf Datenschutz finden wir zwei Punkte. Und der erste Punkt wird Ihnen vielleicht gar nicht so bekannt sein, ist allgemeinhin gar nicht so bekannt, von dem hört man selten was, nämlich von der EU-Verfassung, von der sogenannten Grundrechtecharta, ein Teil der europäischen Verfassung. Die Grundrechtecharta, die nichts anderes enthält, wie unser Grundgesetz auch Grundrechte, ich will es mal ganz stark vereinfacht sagen, Grundrechte, die für alle europäischen Bürger gelten, diese Grundrechtecharta, die eben in der gesamten EU gilt, enthält den Artikel 8. Und der Artikel 8 legt fest, dass jede natürliche Person ein Recht auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten hat. Der Artikel 8 regelt noch ein paar andere Sachen, auch ein paar interessante Begriffe, die sich hier auch durch die Bestimmung der DSGVO ziehen. Allerdings ist der wichtigste Begriff, die wichtigste Bestimmung hier das Grundrecht auf Datenschutz. Also es gibt in der EU-Verfassung ein Grundrecht auf Datenschutz. Insofern können wir jetzt schon sagen, aha, die primärrechtliche Grundlage der DSGVO finden wir in der EU-Verfassung, im EU-Verfassungsrecht, in der Grundrechtecharta ist festgelegt, dass wir alle als europäische Bürger ein Grundrecht auf den Schutz unserer personenbezogenen Daten haben. Und für uns Deutsche ist das mit dem Grundrecht auf Datenschutz gar nichts Neues. Und da sind wir schon bei Punkt 2. Wir haben das Grundgesetz. Und wir kennen schon lange das sogenannte Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ja eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und bedeutet nichts weiter, als dass der Einzelne, also ich, selber über die Preisgabe und Verwendung meiner personenbezogenen Daten bestimmen können muss. Das bedeutet das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht wurde bereits 1983 durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, durch das sogenannte Volkszählungsurteil, hier ins Leben gerufen. Damals haben die Richter eben festgestellt, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, vielleicht auch nichts ganz Neues für Sie, ist ja zu finden im Artikel 1, Würde des Menschen ist unantastbar, in Verbindung mit Artikel 2 des Grundgesetzes, nämlich dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und darin finden wir das allgemeine Persönlichkeitsrecht und darin finden wir das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ja, und nicht nur, dass diese Themen, also diese Verankerung des Grundrechts auf Datenschutz eben einmal im Grundgesetz zu finden ist und auch in der EU-Grundrechtecharta zu finden ist, kann prüfungsrelevant sein. Auf der anderen Seite können wir eine durchaus legitime Frage schon durch dieses Wissen sicher beantworten. Nämlich die Frage, wer wird eigentlich geschützt durch das Datenschutzrecht? Durch Bestimmungen wie die DSGVO oder das Bundesdatenschutzgesetz. Wer wird eigentlich geschützt? Die Frage können wir dadurch schon beantworten. Ich habe vorhin gesprochen über natürliche Personen, die ein Recht haben darauf, selber über ihre personenbezogenen Daten zu bestimmen. Wir alle werden geschützt, lautet die Antwort. Wir alle, denn wir alle sind in einer bestimmten Situation, in einem bestimmten Kontext Verbraucher. Wir sind Kunden, wir sind Mitarbeiter, wir sind Patienten, wir sind
Nutzer, wir sind Lieferanten und so weiter. Also wir alle werden geschützt, wir alle sind die sogenannten Betroffenen im Sinne des Datenschutzrechts. Auch der Begriff der Betroffenen wird uns noch häufiger begegnen. Der Betroffene ist derjenige, um dessen personenbezogene Daten es geht. Und unsere Daten werden geschützt. Was wir damit gleichzeitig beantworten können, ist, wer wird nicht geschützt? Also durch die Datenschutzgesetze hier wird nicht geschützt die juristische Person. Also Firmen, Verbände, Vereine und so weiter. Also die werden nicht geschützt. Die sind ja eher auf der anderen Seite zu finden. Das sind die Verantwortlichen. Also diejenigen, die über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheiden oder die Auftragsverarbeiter. Also diejenigen, die aus bestimmten Zwecken heraus unsere personenbezogenen Daten beispielsweise verarbeiten wollen. Ja, also die juristischen Personen werden hier nicht geschützt, sondern nur natürliche Personen. Das ist ganz klar in der Grundrechtecharta so festgelegt. Es geht um die natürlichen Personen, um uns alle. Um uns alle, um unser aller Daten. Übrigens auch ein Grund, sich mit dem Thema Datenschutzrecht vielleicht auch über die Prüfung hinaus zumindest ein wenig zu beschäftigen, weil wir mit Daten täglich umgehen und es natürlich auch um unsere Daten geht, wenn es ums Datenschutzrecht geht. Okay, gut, kommen wir zu Punkt 3 hier, die wichtigen Begriffe der Datenschutzgrundverordnung. Die wichtigen Begriffe. Hier sind jetzt nicht nur alle wichtigen Begriffe aufgelistet, aber sicherlich die Begriffe, die uns am häufigsten begegnen werden und die eben auch prüfungsrelevant sind. Ja, und wenn wir uns das mal anschauen, also die wichtigen Begriffe übrigens, die Begriffsbestimmungen finden wir in Artikel 4 der DSGVO. Und da können wir auch nochmal genau nachlesen nach den wichtigen Begriffen. Und da sind natürlich noch mehr Begriffe erläutert, als wie sie hier jetzt auf der Flipchart stehen. Trotzdem gehen wir hier auf die wichtigsten Begriffe ein. Und wenn wir die ersten drei nehmen, hier steht personenbezogene Daten, dann Verarbeitung, dann steht hier Dateisystem. Die ersten drei Begriffe finden wir bereits in Artikel 2 der Datenschutzgrundverordnung. Im Artikel 2 der Datenschutzgrundverordnung ist der sachliche Anwendungsbereich festgelegt. Das heißt, da wird die Frage beantwortet, ja, wann muss ich überhaupt das Datenschutzrecht, wann muss ich überhaupt die DSGVO zur Hand nehmen? In welchem Fall greift denn die DSGVO? Wann wird sie denn wirksam? Also, wenn es um was geht. Und diese Frage wird da beantwortet, der sachliche Anwendungsbereich. Das habe ich ja vorhin schon eingeleitet, also geschützt durch die DSGVO werden natürliche Personen, und zwar genauer gesagt die personenbezogenen Daten natürlicher Personen. Und geschützt durch die DSGVO wird eben jede Verarbeitung dieser Daten. Ja, also was wird gemacht mit diesen Daten? Es gibt einen Umgang mit diesen Daten. Also wenn diese Daten, diese personenbezogenen Daten natürlicher Personen verarbeitet werden, ob automatisiert oder nicht automatisiert, spielt keine Rolle. Und diese Daten dann in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen, dann greifen die Vorschriften der DSGVO. In dem Augenblick greifen die Vorschriften der DSGVO. Das heißt, der sachliche Anwendungsbereich findet sich in diesen drei Begriffen. Ja, das hänge ich hier auch einmal hin. Sachlicher Anwendungsbereich, also die drei Begriffe, personenbezogene Daten, Verarbeitung und Dateisystem, sind eben Begriffe, die wir auch deshalb erläutern müssen, die wir auch deshalb erklärt bekommen müssen, um zu wissen, ja, wann greift überhaupt die DSGVO? In welchem Fall? Immer? Für jeden Umgang mit Daten? Oder gibt es da Ausnahmen, gibt es da andere Regelungen vielleicht noch? Der Vollständigkeit halber hänge ich mal auf die Seite den räumlichen Anwendungsbereich, weil wir den in Artikel 3 der DSGVO finden. Der räumliche Anwendungsbereich ist sehr einfach erklärt. Also der räumliche Anwendungsbereich beantwortet die Frage, wo gilt denn überhaupt die Datenschutzgrundverordnung? Die Datenschutzgrundverordnung gilt, habe ich schon erwähnt, in der gesamten Europäischen Union. In der gesamten Europäischen Union gilt einheitlich die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt Niederlassungsprinzip. Ein Unternehmen oder eine Behörde, die eben geschäftsmäßig oder behördlich Daten, personenbezogene Daten verarbeitet, muss sich an die DSGVO halten, wenn sie ihre Niederlassung in der Europäischen Union hat. Punkt. Niederlassungsprinzip. Hinzu kommt hier allerdings noch, das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, das sogenannte Marktortprinzip. Das heißt, die DSGVO gilt sehr wohl auch für Unternehmen, die nicht in der Europäischen Union sitzen, aber ihre Kunden oder potenziellen Kunden in der Europäischen Union bedienen. Dann gilt auch die DSGVO. Aber da müssen wir gar nicht weiter darauf eingehen. Das ist, wenn überhaupt, dann nur ganz am Rande prüfungsrelevant.
Okay, gehen wir auf die einzelnen Begriffe. Und hier kann ich gleich schon mal eine Sorge nehmen. Nein, Sie müssen diese Begriffsbestimmung nicht Wort für Wort in irgendeiner Form auswendig lernen. Sie müssen die Legaldefinition nicht auswendig lernen. Mir geht es mehr darum, und das gilt für den gesamten Vortrag hier, dass Sie dem Ganzen gedanklich folgen können, was ich hier erkläre, dass Sie einfach gedanklich mitkommen, dass Sie verstehen, was ich sage und dass Sie vielleicht sich dabei Notizen machen und dann auch wissen, mit diesen Begriffen umzugehen. Kommen wir erst einmal zum Begriff personenbezogene Daten. Der Begriff, den ich hier in diesem Vortrag wahrscheinlich am häufigsten erwähnen werde. Personenbezogene Daten, was sind das? Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Klingt komisch und ist es auch. Weil diese Begriffsbestimmung, die wir da finden im Artikel 4, ist alles andere als klar. Und ganze Heerscharen von Juristen streiten sich wahrscheinlich täglich um die exakte Auslegung dieses Begriffs. Das muss uns alles überhaupt nicht interessieren. Was wir uns merken müssen, ist einfach, alle Informationen in irgendeiner Form, egal in welcher Form, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen können, sind im Zweifel auch personenbezogene Daten. Beispiele? Personalien. Klar. Telefonnummer. E-Mail-Adresse, aber auch IP-Adresse, Ausweisnummer, Sozialversicherungsdaten, Standortdaten, Fotos, Gewohnheiten, persönliche Merkmale, ja sogar mein Aussehen. All das sind personenbezogene Daten. All das kann auf mich bezogen werden. Wenn jemand irgendwas davon, ja, da gehören ja auch viele andere Sachen noch dazu, ja, also das war jetzt keine vollständige Aufzählung, all das lässt auf eine natürliche Person schließen und ist insofern ein personenbezogener Datensatz. Das sind personenbezogene Daten. Das sollten Sie sich zu diesem Begriff merken. Und wenn es um solche Daten geht, die ich gerade genannt habe, und diese Daten jetzt verarbeitet werden, und jetzt muss man sagen, der Begriff der Verarbeitung ist sehr weit gefasst. Verarbeitet werden ist jede Art von Umgang mit diesen Daten. Also man könnte scherzhaft sagen, man muss die personenbezogenen Daten nur schräg angucken und schon verarbeitet man sie. Ja, also von der Erhebung, Nutzung, Speicherung, Übertragung bis hin zur Löschung, Vernichtung der Daten, alles was dazwischen kommt, das heißt Verarbeitung. Und die Verarbeitung bezieht sich nicht nur auf die automatisierte Verarbeitung, sondern auch auf die nicht automatisierte Verarbeitung. Es ist völlig egal, wie sie verarbeitet werden. Jeder Umgang mit diesen Daten ist eine Verarbeitung dieser Daten. Und wenn diese personenbezogenen Daten jetzt verarbeitet werden und sie werden, selbst wenn sie nicht automatisiert erfasst werden, und sie werden jetzt in einem sogenannten Dateisystem gespeichert oder sollen noch gespeichert werden in der Zukunft, da reicht die Absicht, sie speichern zu wollen, dann greifen die Vorschriften der DSGVO. Was ist also ein sogenanntes Dateisystem? Ein Dateisystem wird definiert als jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich ist. Also jede strukturierte Sammlung personenbezogener, die nach bestimmten Kriterien zugänglich ist. Und das verrät uns auch schon, nicht nur bei der automatisierten Verarbeitung und automatisierten Speicherung durch bestimmte technische Hilfsmittel, also klar, Computer, Smartphone, Tablet, Videokameras, Multifunktionskopiergeräte, Zutrittskontrollsysteme, Wächterkontrollgeräte und so weiter, all diese technischen Einrichtungen ermöglichen ja personenbezogene Daten nicht nur direkt zu erfassen, zu erheben, sondern auch gleich zu speichern. Insofern haben wir die Verarbeitung und natürlich auch das Dateisystem und dann gilt die DSGVO. Aber nach der Definition des Dateisystems gilt die DSGVO auch dann, wenn zum Beispiel ich Dinge, die ich beobachtet habe oder Dinge, die ich besprochen habe oder Dinge, die ich nur mitgehört habe, wenn ich die jetzt handschriftlich aufzeichne und dann entweder diese Aufzeichnung vielleicht später noch digitalisiere, zum Beispiel in meinen Computer was einschreibe, eine Notiz mache, oder ich diese Informationen, handschriftlichen Notizen, nach bestimmten Merkmalen sortiere, strukturiere, dann haben wir auch ein Dateisystem. Ein Dateisystem ist nämlich auch eine nach Namen geordnete Personalaktenverwaltung. Ein Dateisystem ist auch ein einfacher Karteikasten mit einem Register. Also selbst wenn ich nur Visitenkarten sammle von A bis Z und ich sortiere die, dann handelt es sich dabei um ein Dateisystem.
Also der Begriff klingt sehr technisch, aber der ist nicht unbedingt technisch. Jede strukturierte Sammlung personenbezogener Informationen fällt darunter. Wir sehen also, sehr vieles wird umfasst durch die Regelung der DSGVO. Dann gilt die DSGVO. Natürlich gilt die DSGVO jetzt nicht in jeder Handlung. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, ein Sicherheitsmitarbeiter im Werkschutz beobachtet etwas Verdächtiges, ein verdächtiges Fahrzeug, schreibt sich das Kennzeichen auf seinen Notizzettel oder eine verdächtige Person schreibt vielleicht eine Personenbeschreibung auf seinen Notizblock, um bei der Schichtübergabe seine Kollegen zu informieren. Solange er das jetzt nicht digitalisiert in irgendeiner Form oder strukturiert sammelt, gilt diese Notiz erstmal noch nicht als Dateisystem. Ja, also das ist erstmal noch nicht unter die Vorschriften der DSGVO, fällt so eine Handlung noch nicht. Außer er fängt an, das zu sammeln oder er fängt an, das zu digitalisieren, eine Meldung zum Beispiel am Computer zu schreiben. Dann ändert sich das Ganze. Und es gibt natürlich auch grundsätzliche Ausnahmen, die sind geregelt hier auch im Artikel 2 der DSGVO, grundsätzliche Ausnahmen, die sagen, wann die DSGVO keine Anwendung findet. Die DSGVO findet keine Anwendung, wenn natürliche Personen ausschließlich, also wenn ich selber als Privatmensch ausschließlich zur Ausübung familiärer oder persönlicher Tätigkeiten Daten, personenbezogene Daten verarbeite. Also ausschließlich zur Ausübung familiärer oder persönlicher Tätigkeiten personenbezogene Daten verarbeite. Dann gilt die DSGVO auch nicht. Also mein privater Schriftverkehr, mein privater E-Mail-Verkehr, mein privates Adressbuch, da sind ja auch personenbezogene Daten drin, mein Facebook-Account, meine private Internetnutzung, das ist alles privat. Ich bin eine natürliche Person und das sind persönliche, familiäre Absichten, die ich damit verfolge. Insofern gelten hier nicht die Bestimmungen der DSGVO für mich, sondern hier geht es um das geschäftsmäßige Erfassen, das geschäftsmäßige Verarbeiten personenbezogener Daten. Also soweit zu den ersten drei Begriffen. Ja, kommen wir hier zum letzten Punkt auf der Flipchart Nummer 1, nämlich zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten. Also die besonders schützenswerten, die besonders sensiblen Daten, um die geht es hier. Die sind im Artikel 9 der DSGVO geregelt. Und natürlich, es gibt besonders sensible Daten, in die darf man nur mit besonderen Rechtsgrundlagen eingreifen. Und wer unrechtmäßig solche Daten erfasst, wer unrechtmäßig besondere Kategorien personenbezogener Daten hier erfasst, der muss natürlich auch mit einer härteren Bestrafung rechnen. Was sind also diese besonders sensiblen Daten? Die sind hier vollständig in dem Artikel 9 festgelegt und dazu gehören die ethnische und rassische Herkunft einer Person. Dazu gehören politische Meinung, dazu gehören religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, dazu gehört die Gewerkschaftszugehörigkeit, dazu gehören biometrische und genetische Daten einer natürlichen Person, dazu gehören Gesundheitsdaten und dazu gehören auch Daten zum Sexualleben. Das sind die besonderen Kategorien personenbezogener Daten, die hier besonders durch die Datenschutzgrundverordnung geschützt werden und wo man eben besonders hellhörig werden muss, wenn es um eine Verarbeitung dieser Kategorien von Daten geht. Okay, ja, machen wir weiter mit der zweiten Seite. So, machen wir weiter mit der Überschrift Nummer 4, Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten. Wir finden die Grundprinzipien des Datenschutzes in dem Artikel 5 der Datenschutzgrundverordnung. Und wenn ich mich nur für eine Überschrift, nur für ein Thema entscheiden dürfte in diesem Vortrag, dann wäre es jetzt dieses Thema, dann wäre es diese Liste an Begriffen, die natürlich für Sie vielleicht erstmal überwältigend ist. Und diese Begriffe, diese Prinzipien, die ich jetzt einfach mal salopp nennen würde, Spielregeln des Datenschutzes, ziehen sich durch diesen gesamten Vortrag, ziehen sich durch das gesamte Datenschutzrecht. Also diese Grundsätze, wenn man die kennt und dann noch ein bisschen gesunden Menschenverstand mitbringt, dann kann man, glaube ich, die meisten Datenschutzfragen in seinem persönlichen Umfeld kompetent beantworten. Also besprechen wir die Begriffe. Grundsätze der Verarbeitung, die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Also es geht darum, wie muss die Verarbeitung personenbezogener Daten sein? Wie muss sie sein? Sie muss erst einmal sein, der erste Begriff lautet hier rechtmäßig. Rechtmäßigkeit. Rechtmäßigkeit ist ja auch hier Überschrift Nummer 5, die besprechen wir gleich nochmal gesondert. Was bedeutet überhaupt Rechtmäßigkeit? Wann ist es überhaupt erlaubt,
personenbezogene Daten eben zu bearbeiten, zu verarbeiten. Wann ist das erlaubt? Aber hier können wir jetzt schon feststellen, wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist gesetzlich, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht irgendwo ausdrücklich erlaubt ist, in der DSGVO beispielsweise, dann ist sie verboten. Dann ist sie verboten. Also natürlich muss eine Datenverarbeitung rechtmäßig sein, sonst ist sie unrechtmäßig, sonst ist sie rechtswidrig. Das ist fast so einfach, um es zu erklären. Aber hier legt die DSGVO fest, eine Datenverarbeitung muss erstmal zunächst rechtmäßig sein. Ja, sie muss einen bestimmten Rechtsgrund muss es geben, um personenbezogene Daten überhaupt verarbeiten zu dürfen. Dann ist die Rede von der Verarbeitung nach Treu und Glauben. Das klingt auch ein bisschen komisch, Treu und Glauben. Ja, ein unbestimmter Rechtsbegriff, den wir auch aus verschiedenen Gesetzen kennen, der hier aber eine ziemlich einfach zu merkende Bedeutung hat. Treu und Glauben steht hier für Verhältnismäßigkeit. Der Begriff wird Ihnen, wenn Sie sich schon auf andere Themen, Sachkunde, prüfungsbezogene Themen vorbereitet haben, nicht unbekannt sein. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, das gilt auch im Datenschutz. Also, hier gilt das Verhältnismäßigkeitsprinzip, was nichts anderes bedeutet, wie, dass ich die Interessen des Betroffenen zu achten habe, als derjenige, der Daten verarbeitet. Als zum Beispiel das Sicherheitsunternehmen, welches Daten verarbeitet. Oder der Angestellte des Sicherheitsunternehmens, der Sicherheitsmitarbeiter, der personenbezogene Daten im Auftrag seines Auftraggebers bzw. seines Arbeitgebers bearbeitet. Also hier gilt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, es gibt eine Interessenabwägung. Die Interessen des Betroffenen, also desjenigen, dessen Daten da verarbeitet werden, müssen abgewogen werden mit Interessen derjenigen Stelle, die die Daten verarbeiten will. Der sogenannte Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, also das Unternehmen, welches die personenbezogenen Daten verarbeiten will. Und hier muss eine Interessenabwägung vorgenommen werden. Und das Ergebnis muss sein, dass die Datenverarbeitung erforderlich sein muss. Auch den Begriff der Erforderlichkeit kennen Sie schon. Das heißt, die Datenverarbeitung, die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten zu bestimmten Zwecken, muss das mildeste Mittel sein. Das mildeste Mittel. Unter mehreren zur Verfügung stehenden Mitteln muss diese Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu einem bestimmten Zweck das mildeste zur Verfügung stehende Mittel sein. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass es verhältnismäßig ist, diese Daten zu erfassen. Das heißt, die Verarbeitung personenbezogener Daten muss auch verhältnismäßig sein. Also ähnlich wie eine Festnahme verhältnismäßig sein muss. Oder ein Eingriff in die Rechte anderer grundsätzlich verhältnismäßig sein muss. Also die Verarbeitung nach Treu und Glauben, dahinter steht das Verhältnismäßigkeitsprinzip, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Der dritte Begriff lautet hier Transparenz. Transparenz ist nichts weiter als die Nachvollziehbarkeit. Und zwar für den Betroffenen. Der Betroffene hat nach dem neuen Datenschutzrecht ganz umfangreiche Informationsrechte oder Auskunftsrechte. Und der Verantwortliche, der die Daten verarbeitet, das Unternehmen beispielsweise, hat ganz viele Informationspflichten, Auskunftspflichten gegenüber den Betroffenen. Und das ist dem Prinzip, dem Grundsatz der Transparenz geschuldet. Das heißt, ich als Betroffener muss wissen dürfen, was wird da von mir verarbeitet, welche Daten genau, wer verarbeitet diese Daten, woher hat er diese Daten, zu welchem Zweck, warum verarbeitet er überhaupt und wohin gehen die Daten. Was wird damit genau gemacht? Diese und weitere Fragen muss man mir beantworten können als Betroffener. Muss man mir beantworten können. Ja, und das steckt hinter dem Grundsatz der Transparenz, der uns später auch noch an anderer Stelle begegnen wird. Dann haben wir den Grundsatz der Zweckbindung. Zweckbindung klingt auch ein bisschen komisch. Also Zweckbindung, das heißt, Daten dürfen nur zu einem bestimmten Zweck, der auch vorher klar definiert und festgelegt werden muss und natürlich auch rechtlich überprüft werden muss, ob es denn rechtmäßig und verhältnismäßig ist und so weiter. Diese Daten werden zu einem bestimmten Zweck erhoben und man ist gebunden an diesen Zweck. Man ist gebunden an diesen Zweck. Beispielsweise, ich arbeite in einem Sicherheitsunternehmen, habe durch meine Funktion Zugriff auf Kundendaten. So. Auf diese Kundendaten darf ich zugreifen, weil der Kunde mir das erlaubt hat oder weil der Vertrag es erfordert, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich einen bestimmten Zweck, warum ich die verarbeiten darf. Ich habe einen Rechtsgrund. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe einen guten Freund, der verkauft Versicherungen und ich sage einfach, weißt du was, ich nehme mal meine Kundendaten, die gebe ich dir und du kannst ja mal versuchen, daraus ein Geschäft zu machen, dann halte ich mich nicht an das Prinzip der Zweckbindung. Dann nehme ich die Daten einfach für etwas anderes. Das festgelegte Ziel wird nicht verfolgt, der festgelegte Zweck, sondern ich
verwende die Daten einfach für was anderes. Und das darf ich nicht. Also hier gilt eben die Zweckbindung. Ich darf nur zweckbezogen Daten verarbeiten. Für den ursprünglichen Zweck, der festgelegt wurde, darf ich Daten verarbeiten, nicht für einen anderen Zweck. Dann brauche ich wieder einen besonderen Rechtsgrund oder eine Einwilligung des Betroffenen. Okay, dann haben wir das Prinzip, den Grundsatz der Datenminimierung. Gab es auch schon im alten Datenschutzrecht. Datenminimierung heißt ja nichts anderes wie, also so wenig Daten wie möglich und nur so viel wie nötig sollen hier verarbeitet werden. So wenig wie möglich. Nicht so viel wie möglich. So wenig wie möglich. Ja, also die Datenverarbeitung muss sich auf das notwendige Maß beschränken. Ganz klar, sie darf nicht ausufernd sein. Wenn bestimmte Daten mir reichen, bestimmte Dinge zu tun, dann brauche ich keine weiteren Daten. Wäre die weitere Erfassung von personenbezogenen Daten eben, würde das Prinzip der Datenminimierung verletzen. Dann haben wir das Prinzip der Richtigkeit. Klar, personenbezogene Daten müssen richtig sein. Richtig heißt sachlich richtig und auch aktuell. Wenn ich feststelle, mein Arbeitgeber hat vielleicht falsche Daten von mir, dann habe ich ein Recht darauf, wir sind zwar noch nicht bei dem Punkt Rechte des Betroffenen, aber dann habe ich ein Recht darauf, dass diese Daten korrigiert werden. Das gilt auch gegenüber jeder Behörde. Wenn ich irgendwas von der Behörde bekomme, Post von der Behörde bekomme, mein Name ist falsch geschrieben, beispielsweise was ganz Banales, dann habe ich ein Recht darauf, dass das berichtigt wird. Dann habe ich auch ein Recht darauf, dass meine personenbezogenen Daten richtig erfasst werden. Ja, das gilt auch in Bezug auf alte Daten. Wenn meine Anschrift nicht mehr stimmt, dann habe ich ein Recht darauf, dass diese Anschrift aktualisiert wird. Dass die Daten korrekt gehalten werden, dass die Daten richtig sind. Dann haben wir das Prinzip, den Grundsatz der Speicherbegrenzung. Das bedeutet nichts weiter, als dass ich natürlich nicht unbeschränkt, zeitlich unbeschränkt Daten erfassen darf. Ja, also ein Unternehmen darf jetzt nicht personenbezogene Daten der Mitarbeiter von vor 30 Jahren immer noch archivieren. Ja, es gibt zwar auch Archivierungspflichten, also es gibt rechtliche Grundlagen, die zum Beispiel ein Unternehmen dazu zwingen, also rechtlich dazu zwingen, hier rechtlich dazu verpflichten, bestimmte Unterlagen zum Beispiel 10 Jahre aufzubewahren. Die meisten Unterlagen müssen 10 Jahre aufbewahrt werden im geschäftlichen Rahmen. Und wenn es so einen Rechtsgrund gibt, dann darf man natürlich nicht einfach die Daten löschen, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Aber hier sind wir genau bei diesem Wort löschen. Es gibt eine Löschpflicht. Es gibt eine Löschpflicht von Daten in dem Augenblick, wo ich die Daten nicht mehr benötige und kein anderer Rechtsgrund vorliegt, dass ich diese Daten aufbewahren muss, dann muss ich sie löschen. Und zwar auch ohne, dass der Betroffene erstmal einen Antrag stellen muss. Also ich muss sie löschen. In der Regel gilt, im Arbeitsverhältnis nach 10 Jahren muss ein Unternehmen diese Daten auch löschen. Also Speicherbegrenzung. Ja, es darf nicht zeitlich unbeschränkt, eben dürfen Daten nicht gespeichert werden. Datenspeicher müssen geleert werden, regelmäßig. Dann haben wir den Punkt Integrität und Vertraulichkeit. Das klingt ein bisschen schwammig, ein bisschen umfassend. Das ist es eigentlich gar nicht. Hierhinter steckt nichts weiter, als dass derjenige, der Daten verarbeitet, zum Beispiel ein Sicherheitsunternehmen, welches Daten verarbeitet, personenbezogene Daten seiner Mitarbeiter, personenbezogene Daten der Kunden, also der Ansprechpartner des Kunden oder der Angestellten des Kunden und so weiter, also dass diese personenbezogenen Daten angemessen geschützt werden müssen. Geschützt vor Verlust, vor Zerstörung. Also hier ist die Pflicht zu technischen und organisatorischen Maßnahmen schon mit drin. Also es müssen technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden. Dazu kommen wir später. Der Verantwortliche, der da die Daten verarbeitet, muss technische und organisatorische Maßnahmen hier treffen. Und wenn wir über den Verantwortlichen sprechen, dann sprechen wir über denjenigen, der über die Verarbeitung entscheidet. Also der Verantwortliche im rechtlichen Sinne, im juristischen Sinne, ist meistens das Unternehmen. Wenn wir jetzt über die nicht öffentlichen Stellen sprechen, ist es das Unternehmen oder der Verein oder der Verband. Und dann gibt es natürlich noch einen Leiter der verantwortlichen Stelle. Das ist dann meistens der Geschäftsführer beispielsweise. Ja, oder der Inhaber eines Unternehmens. So, das ist dann der Leiter bei der verantwortlichen Stelle. Und das sind diejenigen, die eben über die Verarbeitung personenbezogener Daten entscheiden. Und das sind letztendlich die Hauptadressaten der DSGVO. Die müssen bestimmte gesetzliche Bestimmungen einhalten und die müssen sich eben an all diese Prinzipien und Grundsätze halten. Und da kommen wir auch zum letzten Punkt, der sogenannten Rechenschaftspflicht. Und die müssen nachweisen können, dass sie diese Grundprinzipien in jedwedem Umgang personenbezogener Daten einhalten.
Und wie können Sie das nachweisen? Nur indem Sie es schriftlich dokumentieren. Also die Dokumentationspflichten des neuen Datenschutzrechts sind sehr weitreichend. Und da gibt es auch eine Menge mehr an Dokumentationspflichten wie nach dem alten Datenschutzrecht. Und hier die Rechenschaftspflicht bedeutet nichts anderes als, wer schreibt, der bleibt. Also letztendlich muss man alles schriftlich dokumentieren, was da im Umgang mit den Daten passiert. Und zu den einzelnen Dokumentationspflichten kommen wir später noch bei den organisatorischen Maßnahmen. Also wir sehen eine ganze Palette an Begriffen, an Bestimmungen, die aber alle durchaus Sinn machen, wenn wir mal darüber nachdenken, an was sollte sich jemand halten, der mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Und ich weiß, das Ganze ist relativ trocken und theoretisch, aber es wird hoffentlich gleich ein bisschen praktischer. Also erst einmal mussten wir diese Grundprinzipien, diese Spielregeln besprechen und die werden uns immer wieder begegnen, auch im Rahmen dieses Vortrags. Also eine Datenverarbeitung muss rechtmäßig sein, muss verhältnismäßig sein, sie muss transparent nachvollziehbar sein, sie muss zweckgebunden sein, es darf nur das Nötigste an Daten erfasst werden, die Daten müssen richtig sein, die Daten müssen regelmäßig gelöscht werden, wenn sie denn nicht mehr benötigt werden und natürlich müssen sie technisch und organisatorisch geschützt werden, diese Daten. Dazu ist man auch verpflichtet und zu guter Letzt ist man dazu verpflichtet, das Ganze zu dokumentieren, dass man die Daten, die man verarbeitet, auch zum Beispiel schützt und dass man diese Prinzipien einhält. Okay, soweit zu den Grundsätzen der Verarbeitung. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. Rechtmäßigkeit ist ja der oberste Grundsatz auch der Verarbeitung. Und die Rechtmäßigkeit, dahinter steckt nichts weiter als die Frage, wann ist es erlaubt, überhaupt personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und da haben wir hier drei Punkte. Der oberste Punkt, der wird vielen von Ihnen bekannt vorkommen, die sich auch mit dem alten Datenschutzrecht schon beschäftigt haben, nämlich das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Das gilt hier auch in der DSGVO, das Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt nichts anderes als, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist verboten. Ich sage es nochmal, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist verboten. Und davon gibt es nur zwei Ausnahmen. Und über die möchten wir jetzt sprechen. Also die erste Ausnahme, der Betroffene, um dessen Daten es geht, der hat wirksam eingewilligt, dass ich zum Beispiel seine Daten verarbeiten darf. Das ist die erste Ausnahme. Die zweite Ausnahme ist, ich habe einen rechtlichen Grund, eine rechtliche Befugnis sozusagen. Ich habe einen Erlaubnistatbestand. Und diese Erlaubnistatbestände, die sind in dem Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung geregelt. Darin ist ganz genau aufgeführt, unter welchen Bedingungen, unter welchen Rechtsgründen darf ich überhaupt personenbezogene Daten verarbeiten. Das steht da drin. Das steht da drin. Und das ist auch einer der wenigen Artikel, wo ich Sie darum bitten würde, einfach mal reinzugucken, einfach mal durchzulesen. Weil wir den jetzt nicht hier umfassend und im Detail besprechen können. Ich möchte hier an dieser Stelle nur erwähnen, was die häufigsten Rechtsgründe sind, also die häufigsten Erlaubnistatbestände, wenn es um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht, im Kontext eines Sicherheits-, eines Bewachungsunternehmens. Also da gibt es drei hauptsächliche Erlaubnistatbestände, drei hauptsächliche Rechtsgründe, unter denen man eben personenbezogene Daten in einem Sicherheitsunternehmen verarbeitet. Der erste ist, habe ich gerade erwähnt, die Einwilligung des Betroffenen. Ich muss vom Betroffenen eine Einwilligung für eine bestimmte Verarbeitung personenbezogener Daten einholen. Die muss ich einholen. Ohne diese Einwilligung darf ich diese Daten nicht verarbeiten. Ich dürfte genau genommen, zum Beispiel, wenn ich in einem Sicherheitsunternehmen tätig bin, als Führungskraft, als Geschäftsführer, ich arbeite als Geschäftsführer in einem Sicherheitsunternehmen, da bin ich dann dazu verpflichtet, auf der einen Seite nach dem Gewerberecht meine Mitarbeiter beim Ordnungsamt anzumelden. Vor dem ersten Einsatz muss ich die Mitarbeiter anmelden. Ich darf aber deren personenbezogene Daten der Behörde gar nicht geben, ohne deren Einwilligung. Das ist eine Auswirkung der DSGVO. Ich muss also vorher eine schriftlich wirksame Einwilligung einholen des Mitarbeiters oder des zukünftigen Mitarbeiters, dass ich seine personenbezogenen Daten, seinen Namen, seine Personalien, vielleicht seine Qualifikation überhaupt der Ordnungsbehörde zukommen lassen darf. Das darf ich mir nicht einfach selber erlauben. Ich brauche seine Unterschrift, die Einwilligung des Betroffenen. Das ist eine der häufigsten Gründe, hier eine der häufigsten Erlaubnistatbestände, hier die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Hier am Beispiel Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Dann der zweite Grund ist die Erfüllung vertraglicher Pflichten. Die Erfüllung eines Vertrages
Klar, wenn ich mit einem Kunden einen Dienstleistungsvertrag mache und im Rahmen der Aufgaben ich vom Kunden oder vom Angestellten des Kunden personenbezogene Daten verarbeite, weil ich zum Beispiel Mitarbeiter im Werkschutz eingesetzt habe, die im Besucherempfang tätig sind, die da Besucherausweise erstellen oder die Zugriff haben auf die EDV des Kunden und damit auch Zugriff zu personenbezogenen Daten des Kunden, da muss ich diese Daten ja verarbeiten können, um überhaupt meinen Dienstleistungspflichten, um überhaupt meiner Dienstleistung nachkommen zu können. Ja, also zur Erfüllung eines Vertrages dürfen auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Natürlich muss das auch genau festgelegt werden. Und der dritte Grund, der uns da begegnet, häufig begegnet, ist die Wahrnehmung berechtigter Interessen. Das ist sehr schwammig auch wieder formuliert. Wahrnehmung berechtigter Interessen kann sehr vieles sein. Hier vielleicht am Beispiel festgemacht, als Sicherheitsmitarbeiter habe ich auch mit Personalien zu tun. Nicht selten deswegen, weil ich zum Beispiel Personalien eines Straftäters aufnehmen muss. Und wenn ich diese Personalien aufnehme, ich habe ja vielleicht ein Recht zur vorläufigen Festnahme und den festzuhalten und er gibt mir vielleicht seine Personalien auch freiwillig, nur ab dem Zeitpunkt brauche ich ja auch eine Rechtsbefugnis, seine personenbezogenen Daten, auch derjenige ist ja dann Betroffener im Sinne des Datenschutzes, seine personenbezogenen Daten in irgendeiner Form zu verarbeiten, aufzuschreiben, in eine Meldung zu digitalisieren, dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und diesen Rechtsgrund finde ich dann in der Wahrnehmung berechtigter Interessen. Ja, also es gibt natürlich ein berechtigtes Interesse, dem Auftraggeber zum Beispiel den Namen zukommen zu lassen zum Zwecke der Erstattung einer Strafanzeige, eines Strafantrages oder zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen etc. etc. Also hier geht es um die Wahrnehmung berechtigter Interessen. Ich fasse nochmal zusammen. Einwilligung des Betroffenen, Erfüllung eines Vertrages oder Wahrnehmung berechtigter Interessen sind die häufigsten Rechtsgründe, die uns begegnen in unserem Umfeld, in unserem Kontext, wenn es darum geht, welche Erlaubnistatbestände haben wir denn eigentlich? Weil wir brauchen welche. Wir brauchen einen Erlaubnistatbestand. Und eine dieser Erlaubnistatbestände ist ja die Einwilligung des Betroffenen. Da habe ich vorhin schon einmal betont, also wirksame Einwilligung des Betroffenen. Auch hier hat die DSGVO ganz besondere Ausformulierungen gefunden. Und da gibt es den Artikel 7 der DSGVO. Ich hänge hier einfach mal die Anforderungen an die Einwilligung oder wie es in dem Artikel heißt, die Bedingungen an die Einwilligung hierhin, zumindest die Überschriften. Ja, die möchte ich jetzt nicht im Detail besprechen, aber Sie sollen es mal gehört haben. Also eine Einwilligung, die kann ich mir nicht pauschal geben lassen. Ich kann jetzt nicht mich hinsetzen und sagen, so, Sie willigen mir jetzt darin ein, dass ich Ihre personenbezogenen Daten zu jedem Zweck verwenden darf. Unterschreiben Sie mal bitte hier unten rechts. Das funktioniert nicht. Eine Einwilligung ist nur dann wirksam, wenn Sie die folgenden Grundprinzipien einhält, wenn die folgenden Grundprinzipien eingehalten werden, das heißt, sie muss freiwillig natürlich passieren. Der Betroffene muss freiwillig unterschreiben, also er darf nicht unter Druck gesetzt werden. Ja, er darf nicht unter Druck gesetzt werden, darf nicht bedroht werden, damit er erst unterschreibt. Informiertheit, Bestimmtheit, Unmissverständlichkeit bedeutet nichts weiter, als dass diese Einwilligung klar enthalten muss, für welchen Zweck werden meine Daten verwendet. Wohin genau gehen die Daten? Was willst du mit meinen Daten machen? Und es muss klar und verständlich formuliert sein. Klar und verständlich. Ja? Es darf keine Fallstricke geben, keine Tricks geben sozusagen, sondern ich muss umfassend informiert werden darüber, was will der jetzt mit meinen Daten? Das muss da ganz genau, ganz klar drinstehen, ganz klar formuliert werden, unmissverständlich eben formuliert werden. Dann muss eine Einwilligung, eine wirksame Einwilligung immer widerrufen werden können vom Betroffenen. Der Betroffene muss jederzeit, und zwar ohne Nachteile befürchten zu müssen, diese Einwilligung widerrufen können. Das muss er. Und das muss auch in der Einwilligung drinstehen. Ja, und drinstehen ist ein gutes Stichwort. Es muss natürlich nachweisbar sein. Eine mündliche Einwilligung ist nicht nachweisbar. Insofern gilt hier schon das Schriftformerfordernis. Das heißt, Einwilligungen sind nur dann regelmäßig natürlich hier gültig, wenn sie schriftlich niedergeschrieben wurden mit Unterschriften beider Parteien, also dem Betroffenen und dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter. Okay, ja, so viel dazu zur Rechtmäßigkeit. Ich hoffe, dass ich das verständlich rübergebracht habe. Also wir haben gesprochen über die Grundsätze, die Prinzipien, die uns auch gleich immer wieder nochmal begegnen werden, die eingehalten werden müssen im Datenschutz. Und wir haben gesprochen über die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung. Man braucht einen bestimmten Rechtsgrund, sonst ist es eben verboten. Das ist anders wie im Strafrecht. Ja, erstmal ist alles erlaubt, außer im Strafgesetzbuch steht, was verboten ist. Und im Datenschutzrecht ist es eben umgekehrt. Im Datenschutzrecht ist erstmal alles verboten,
außer es ist ausdrücklich im Gesetz erlaubt. Ja, also das steckt ja hinter diesem Verbotsprinzip und der Erlaubnisvorbehalt. Über die wichtigsten Erlaubnistatbestände habe ich gesprochen. Weitere lesen Sie bitte im Artikel 6 der DSGVO nach. Ja, weiter geht's mit der nächsten Seite. So, kommen wir zur Überschrift Nummer 6, den sogenannten TOMS. Die TOMS sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Wir hatten ja vorhin schon einmal den Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit besprochen, hinter dem nichts weiter steht als die Verpflichtung der verantwortlichen Stelle, also desjenigen, der hier personenbezogene Daten verarbeitet, technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um die Daten angemessen zu schützen. Und das ist das, worum es hier geht. Wenn wir erst einmal über die Sicherheit der Verarbeitung sprechen, also Artikel 24, Artikel 32, dann eben kommen wir nicht umher zu erkennen, es geht um das Thema Datensicherheit, Daten- und Informationssicherheit. Das heißt, derjenige, der personenbezogene Daten verarbeitet, ist dazu verpflichtet, technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Das klingt sehr theoretisch, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Der neue Datenschutz ist ja ein risikobasierter Datenschutz. Das heißt, es gibt im Datenschutz so etwas wie Risikoanalysen. Man verpflichtet denjenigen, der Daten verarbeitet, zumindest der Daten verarbeitet, die in die Rechte der Betroffenen eingreifen, in die Rechte und Freiheiten der Betroffenen eingreifen, zu bestimmten Risikoanalysen. Derjenige, der Daten verarbeitet, muss sich Gedanken machen, ist das überhaupt rechtmäßig, was ich da tue, und muss eine bestimmte Abwägung vornehmen, auch eine Risikoanalyse vornehmen. Und das findet sich hier wieder. Und hier geht es darum, bei der Sicherheit der Verarbeitung, dass es eben ganz konkrete technische organisatorische Maßnahmen gibt, die jeder zu treffen hat, der personenbezogene Daten verarbeitet. Ja, und jetzt muss man aber leider sagen, es gibt in der DSGVO keine konkreten Maßnahmen, die man da findet. Also in dem Artikel 32 stehen allgemeine Formulierungen, die man teilweise auch nachvollziehen kann. Ja, also, dass der neueste Stand der Technik verwendet werden muss und dass es datenschutzfreundliche Voreinstellungen geben muss bei technischen Anwendungen und so weiter. Aber so richtig konkret, da braucht man schon ein bisschen Fantasie, um daraus konkrete Maßnahmen zu machen. Und die finden wir hier in der DSGVO eben leider nicht. Was wir daran finden, sind Schutzzielformulierungen. Also da finden wir Begriffe wie also Gewährleistung der Integrität, der Vertraulichkeit, der Verfügbarkeit der Daten oder Belastbarkeit der Systeme, solche Formulierungen, Pseudonymisierung und Verschlüsselung von Daten spielt hier eine Rolle. Aber es steht da eben nicht ein Maßnahmenkatalog, den jeder zu treffen hat, der hier mit personenbezogenen Daten umgeht. Den finden wir nicht. Wir haben aber etwas anderes, was wir uns zur Hilfe nehmen können. Eine Bestimmung kommt aus dem alten Bundesdatenschutzgesetz. Und obwohl das alte Bundesdatenschutzgesetz natürlich nicht mehr gilt, kann man sich dieser Bestimmung zumindest als Orientierungshilfe bedienen. Und diejenigen von Ihnen, die sich mit dem alten Datenschutzrecht noch ein bisschen auskennen, denen wird das was sagen, wenn ich jetzt sage, die 8 Gebote des Datenschutzes, die könnten uns helfen. Die 8 Gebote des Datenschutzes habe ich einmal ausgedruckt hier. Und ja, ich hoffe, dass man es auch von dort aus lesen kann. Aber ich lese es auch gleich nochmal vor. Also die 8 Gebote des Datenschutzes, das war eine Anlage zu dem alten Paragraph 9 des Bundesdatenschutzgesetzes. Und da standen schon etwas verständlichere Begriffe drin, aus denen man zumindest gedanklich gewisse Maßnahmen ableiten kann. Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Weitergabekontrolle, Eingabekontrolle, Auftragskontrolle, Verfügbarkeitskontrolle, Trennungsgebot. Okay, auch keine Liste, die man gerne auswendig lernen möchte, auch nicht muss. Das ist eine Orientierungshilfe aus dem alten Datenschutzrecht, die auch noch häufig heute Verwendung findet. Und die andere Orientierungshilfe ist aus dem neuen Bundesdatenschutzgesetz, und zwar aus dem Paragraph 64 des Bundesdatenschutzgesetzes, der eigentlich gar nicht für nicht öffentliche Stellen, also für Privatunternehmen, für Sicherheitsunternehmen oder für uns gültig ist, zumindest nicht direkt Geltung hat. Aber den können wir als Orientierungshilfe nehmen. Der gilt für die Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden. Und das ist der einzige Paragraph, der ja die Zwecke der technischen und organisatorischen Maßnahmen ganz gut beschreibt. Und die Überschriften, die habe ich hier einmal auch auf diesen Zettel hier abgeschrieben.
Und da sehen wir, ich hoffe, man sieht es auch wirklich, da sehen wir, dass es auch viele Überschneidungen schon gibt, weil alleine 6 der 8 Gebote stecken hier in diesen TOMS, also in diesen technischen organisatorischen Maßnahmen, in diesen Zwecken, die da beschrieben sind. Und diese Überschriften oder diese Begriffe kann man eher nehmen, um technische und organisatorische Maßnahmen sich überhaupt vorstellen zu können. Jetzt muss man sagen, es gibt keinen allgemeingültigen Katalog. Jedes Unternehmen muss diese technischen und organisatorischen Maßnahmen, diese TOMS, selber individuell planen. Weil ja jedes Unternehmen in einem anderen Zusammenhang mit personenbezogenen Daten umgeht. Deswegen kann man es nicht allgemeingültig machen. Aber ich möchte es mal beispielhaft machen, weil es fehlt ja bisher ein bisschen an Beispielen. Es ist bisher sehr trocken, sehr theoretisch. Gehen wir also mal auf einzelne Beispiele. Was muss jemand tun, der personenbezogene Daten verarbeitet? Was muss beispielsweise ein Sicherheitsunternehmen tun, wenn da personenbezogene Daten verarbeitet werden? Also, wir nehmen mal beispielhaft die Begriffe, die hier sich auch überschneiden. Also wir besprechen jetzt nicht alle Begriffe von dieser Liste, aber wir nehmen mal die Zugangskontrolle. Die haben wir auch auf beiden Listen hier drauf. Die Zugangskontrolle bedeutet ja nichts weiter, als dass natürlich nur befugte Personen Zugang bzw. Zutritt zu personenbezogenen Daten haben dürfen. Und wie kann man das sicherstellen? Das kann man sicherstellen in einem Unternehmen beispielsweise durch die Installation eines Zutrittskontrollsystems, durch eine Schließanlage, durch eine Einbruchmeldeanlage, durch eine Videoüberwachung in bestimmten Bereichen. Durch solche Maßnahmen lässt sich, technische Maßnahmen, lässt sich natürlich auch die Zugangskontrolle regeln. Ganz klar. Dazu gehören aber auch Dinge wie, dass es natürlich dass nur passwortgeschützte Computer da verwendet werden oder dass Computer, dass die Bildschirme automatisch gesperrt werden, wenn jemand seinen Arbeitsplatz verlässt. All das gehört zur Zugangskontrolle. Nur Befugte sollen auf personenbezogene Daten hier Zugriff haben, sollen personenbezogene Daten in irgendeiner Form, also Zugang darauf haben. Das ist unter dem Begriff der Zugangskontrolle zu verstehen. Dann haben wir die Zugriffskontrolle. Könnte man leicht verwechseln. Damit ist aber gemeint, mit der Zugriffskontrolle, dass nicht jeder in einem Unternehmen auf alles Zugriff haben darf. Ja, also wenn ich bestimmte Aufgaben in einem Unternehmen habe, darf ich grundsätzlich erstmal nur auf die personenbezogenen Daten zugreifen, also die verarbeiten, im Rahmen meiner Aufgabe und Funktion, wo es mir auch rechtlich erlaubt ist. Über die Rechtmäßigkeit haben wir schon gesprochen. Also es darf nicht jeder auf alles Zugriff haben. Und wie erreicht man das? Klar, das erreicht man dadurch, indem es Berechtigungskonzepte gibt, indem ein Administrator bestimmte Zugriffsrechte vergibt in einem Unternehmen. Ja, aber auch durch Löschkonzepte, auch durch Passwortrichtlinien und so weiter erreicht man eben diese Zugriffskontrolle auf personenbezogene Daten. Dann haben wir die Weitergabekontrolle. Das Wort finden wir hier zwar nicht, aber das kann man durchaus mit Übertragungskontrolle, mit Transportkontrolle hier verbinden, weil hier geht es ja darum, dass bei der Weitergabe personenbezogener Daten, also bei der Übertragung, beim Transport und so weiter, bei dieser Weiterleitung personenbezogener Daten niemand unbefugt mitlesen kann, kopieren kann, verändern kann oder Daten entfernen kann. Das muss sichergestellt werden. Und da sind wir dann eben bei Maßnahmen wie einer Firewall. Klar, bei Maßnahmen wie einer Firewall, ne? Also, oder bei der Vergabe von Rechten ganz allgemein. Also hier muss sichergestellt werden, dass eben nicht Daten einfach weitergegeben werden. Auch das Nutzungsverbot von privaten Datenträgern, also private Datenträger, USB-Sticks mit ins Unternehmen zu bringen und sich einfach mal Daten runterzuziehen, das Nutzungsverbot muss es auch geben. Ja, all solche Regelungen gehören dann zu den organisatorischen Maßnahmen. Also das ist unter Weitergabekontrolle hier zu verstehen. Dann haben wir noch die Eingabekontrolle. Eingabekontrolle heißt, dass die Eingabe, also dass niemand unbemerkt oder unberechtigt eben Daten eingeben, verändern oder entfernen kann. Also es muss irgendwo protokolliert werden, wenn das passiert. Also es geht hier um die technische Protokollierung, um die Vergabe von Rechten, um die Benutzeridentifikation. Ja, wenn es um Computernutzung geht. Das heißt, dass man nachvollziehen kann, wer hat da einfach was gelöscht, wer hat da was entfernt, wer hat da was verändert. Das muss die Technik hergeben. Das ist unter Eingabekontrolle zu verstehen. Und das sind auch Maßnahmen beispielhaft zur Eingabekontrolle. Dann haben wir die Auftragskontrolle. Auftragskontrolle bedeutet, wenn Daten im Auftrag von jemandem verarbeitet werden, im Auftrag eines Auftraggebers, eines Verantwortlichen verarbeitet werden, dann darf das nur unter den Weisungen des Verantwortlichen, unter Weisung des Auftraggebers erfolgen. Also man ist weisungsgebunden. Und der Gesetzgeber hat hier in der DSGVO
das insofern unterstrichen, dass ein Auftragsverarbeiter nur auf Grundlage eines ADV, eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrages, tätig werden darf. Darin müssen bestimmte Rechte und Pflichten festgelegt werden. Und natürlich, wenn ein Auftrag zu Ende ist, dann muss auch nachgewiesen werden, dass die Daten, die dann nicht mehr verwendet werden, brauchen, dass die auch nicht mehr verwendet werden, indem man die nachweisbar löscht und diese Löschung auch protokolliert. Also all diese Dinge müssen im Rahmen der Auftragskontrolle hier eventuell vorgenommen werden, an Maßnahmen vorgenommen werden. Dann haben wir die Verfügbarkeitskontrolle, auch ganz gewichtig, bedeutet nämlich nichts anderes als wie, dass Daten vor Verlust und vor Zerstörung, personenbezogene Daten vor Verlust und vor Zerstörung, angemessen geschützt werden müssen. Wie erreicht man das? Klar, es muss in einem Unternehmen ein Backup-Konzept geben. Es muss in einem Unternehmen Virenschutz geben. Serverräume müssen ausreichend gesichert sein. Also da geht es um Brandschutz, da geht es um Einbruchschutz, da geht es auch darum, dass Serverräume auf Temperatur und Feuchtigkeit überwacht werden müssen, da geht es um Überspannschutz. Also all diese Dinge spielen eine Rolle bei der Verfügbarkeitskontrolle. Die Daten sind technisch zu schützen. Ja, Serverräume dürfen nicht einfach offen stehen und so weiter und so fort. Und dann haben wir zu guter Letzt hier noch das Trennungsgebot. Das Trennungsgebot, da haben wir einen Zusammenhang mit der Zweckbindung. Vielleicht erinnern Sie sich, wir haben vorhin über die Zweckbindung gesprochen. Das heißt, Daten, die zu einem bestimmten Zweck erhoben werden. Und wenn jetzt zu unterschiedlichen Zwecken personenbezogene Daten erhoben werden, dann müssen die auch getrennt verarbeitet werden können. Also natürlich muss man Mandanten voneinander trennen können. Ja, also man muss Kunden voneinander trennen, man muss Subunternehmen voneinander trennen, man muss Mitarbeiter voneinander trennen. Die Daten, die müssen hier getrennt erfasst werden. Hier geht es um Ordner und Aktenstrukturen. Ja, also das sind dann Maßnahmen, die man im Rahmen des Trennungsgebotes treffen muss. Okay, das war ein kurzer Ausflug in diese sogenannten TOMs. Also es gibt eine Vielzahl an technischen, organisatorischen Maßnahmen, zu denen man als Verantwortlicher verpflichtet ist. Und dazu ist man dann eben zwar nicht im vollen Umfang, aber dazu ist man dann eventuell eben auch als Sicherheitsmitarbeiter eines Unternehmens verpflichtet, weil auch für Sie alle, die Sicherheitsmitarbeiter sind oder noch werden wollen, gelten die Grundsätze der DSGVO. Also die Grundsätze sind die einzuhalten. Und die technischen organisatorischen Maßnahmen, davon sollte man mal gehört haben, weil es eine gemeinsame Verantwortung ist und weil hier jeder eigenverantwortlich handelt und auch der einzelne Mitarbeiter durchaus haftbar gemacht werden kann. Zu den Sanktionen und Haftungen kommen wir ja am Ende dieses Vortrags noch. Also hier hat jeder, der personenbezogene Daten verarbeitet, auch eine Verantwortung, diese Daten rechtmäßig zu verarbeiten und diese Daten auch zu schützen, sei es durch technische und organisatorische Maßnahmen. Dann kommen wir zu weiteren organisatorischen Maßnahmen. Hier ganz viele Begriffe, die ich so kurz wie möglich abhandeln möchte, weil sie prüfungsrelevant sind und weil Sie davon zumindest Grundkenntnisse haben müssen. Zum Beispiel das Verarbeitungsverzeichnis. Die sogenannten TOMs sind nämlich auch in das sogenannte Verzeichnis der verarbeitenden Tätigkeiten einzuarbeiten. Was ist das Verarbeitungsverzeichnis? Das Verarbeitungsverzeichnis muss von den meisten Unternehmen geführt werden und da sind alle datenschutzrelevanten Vorgänge im Unternehmen aufzuzeichnen, genau zu beschreiben, nach ganz bestimmten Kriterien zu beschreiben. Ich möchte hier gar nicht inhaltlich über das Verarbeitungsverzeichnis sprechen, nur über die Pflicht, es zu führen. Nur diejenigen Unternehmen haben keine Pflicht zu diesem Verarbeitungsverzeichnis, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, wenn, aber auch nur wenn, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten nur gelegentlich erfolgt, also wenn sie regelmäßig erfolgt, dann ist man schon unabhängig von der beschäftigten Anzahl dazu verpflichtet, das Verarbeitungsverzeichnis zu führen. Also wenn sie nur gelegentlich erfolgt, wenn die Rechte und Freiheiten der Betroffenen nicht übermäßigen Risiken ausgesetzt sind und wenn keine besonders sensiblen Daten verarbeitet werden. Wir haben über die besonders sensiblen Daten gesprochen. Wenn also diese Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, dann ist man ohnehin in der Pflicht, ein Verarbeitungsverzeichnis zu führen. Und das Verarbeitungsverzeichnis muss eben von sehr vielen Unternehmen, von den allermeisten Sicherheitsunternehmen auf jeden Fall, geführt werden. Ein Verzeichnis, wo drin steht, wie genau werden welche Daten zu welchem Zweck, mit welcher Rechtsgrundlage verarbeitet und welche technischen organisatorischen Maßnahmen sorgen dafür, dass diese Daten geschützt bleiben. Das Verarbeitungsverzeichnis, zu dem sind die meisten Unternehmen verpflichtet. Dann haben wir noch die Regelung zur Auftragsverarbeitung.
nach Artikel 28 der DSGVO. Das habe ich gerade schon erwähnt bei den Maßnahmen, und zwar der Auftragsverarbeiter. Der Auftragsverarbeiter ist ja derjenige, der im Auftrag des Verantwortlichen Daten verarbeitet. In einem Sicherheitsunternehmen könnte das beispielsweise sein das externe Lohnbüro, der Steuerberater, der die Lohnabrechnung macht oder die Buchhaltung macht. Das kann aber auch sein der Subunternehmer, also meine Lieferanten, die sind auch Auftragsverarbeiter für mich, weil ich denen personenbezogene Daten eventuell zur Verfügung stellen muss, damit die Dienstleistungen in meinem Auftrag überhaupt erfüllen können. So, das können aber auch sein, das kann auch sein eine Druckerei, die meinetwegen die Weihnachtspost an meine Kunden verschickt oder eine Marketingagentur, die Kundenbefragungen für mich durchführt. Also alle die, die in meinem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten. Und diese Auftragsdatenverarbeitung darf nur auf Grundlage eines Vertrages erfolgen. Der Vertrag ist gesetzliche Pflicht. Wird kein Vertrag geschlossen, haben wir schon das Bußgeldrisiko. Also hier muss ein Vertrag vorliegen, der bestimmte Inhalte haben muss. Auch diese Inhalte sind im Artikel 28 hier festgelegt. Und der wichtigste Inhalt, die wichtigste Bestimmung in diesem Vertrag lautet, das habe ich vorhin schon einmal bei den Maßnahmen angedeutet, also lautet, dass der Auftragsverarbeiter nur nach Weisung des Verantwortlichen Daten verarbeiten darf. Er ist also an die Weisung des Verantwortlichen gebunden. Also das nur zur Regelung der Auftragsverarbeitung, der Auftragsdatenverarbeitung. Eine organisatorische Maßnahme, auf jeden Fall solche ADV-Verträge auch zu haben. So, dann haben wir die Meldepflicht bei Datenpannen. Der Artikel 33, 34 legt fest, dass die verantwortliche Stelle, zum Beispiel das Sicherheitsunternehmen, indem es zu einer Datenpanne kommt, ein Datenleck, eine Datenmanipulation, vielleicht sogar ein Datendiebstahl, dass diejenige Stelle verpflichtet ist, diesen Vorfall innerhalb von 72 Stunden an die zuständige Aufsichtsbehörde, also Landesdatenschutzbehörde, Landesdatenschutzbeauftragter, zu melden. 72 Stunden ist der Zeitrahmen, der hier dem Verantwortlichen gegeben wird, und zwar ganz ausführlich zu melden. Da sind ganz bestimmte Punkte festgelegt, ganz bestimmte Fragen, die eben beantwortet werden müssen. Man muss das ganz genau dokumentieren, wenn es zu einer solchen Datenpanne kommt. Und solche Datenpannen können natürlich auf vielfältige Arten und Weisen passieren. Also ganz banal, im Serverraum fehlt eine Festplatte mit Kundendaten. Das ist natürlich eine solche Datenpanne. Aber das kann auch unabsichtlich sein. Ein Führungsmitarbeiter verliert sein Diensthandy, in dem alle personenbezogenen Daten der Beschäftigten gespeichert sind. Und das Passwort lautet 123456 oder sowas. Ne? Also das ist auch eine Datenpanne. Ja? Also es spielt jetzt keine Rolle, ob absichtlich oder unabsichtlich. Oder eine E-Mail, eine wichtige Kunden-E-Mail mit personenbezogenen Daten dieses Kunden wird an die falsche Adresse, an den falschen Empfänger geschickt. Oder an mehrere falsche Empfänger geschickt. Also das sind Datenpannen. Und wenn daraus Risiken hervorgehen, dann gibt es eben diese Meldepflicht. Und über diese Meldepflicht hinaus gibt es, wenn besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen bestehen, betroffene Kunden, betroffene Mitarbeiter und so weiter, dann besteht auch eine Benachrichtigungspflicht gegenüber den Betroffenen. Ja, man muss die Betroffenen darüber informieren. Nur wenn keine Risiken bestehen, dann ist man von dieser Melde- und Benachrichtigungspflicht befreit. Da muss man sich aber selbstkritisch fragen, kann man das überhaupt beantworten? Wann besteht kein Risiko? Wenn Daten erstmal verloren gehen, dann hat man erstmal ein Risiko. Ne? Also jedenfalls dann, wenn die verloren gehen im Sinne von Datendiebstahl oder fremde Unbefugte können darauf Zugriff haben. Wenn mein Serverraum abfackelt, dann bestehen keine größeren Risiken für die Betroffenen. Allerdings sind die Daten dann auch nicht mehr verfügbar. Also da muss man dann genau abwägen und sich überlegen, was hat man zu tun. Und überlegen alleine reicht nicht, weil eine Sache entfällt nie. Selbst wenn man feststellt als Verantwortlicher, ich brauche nicht unbedingt melden, weil es nur eine kleine Datenpanne ist und die haben wir auch schon wieder behoben. Und es gibt keine Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen. Dokumentieren muss ich in jedem Fall. Die Dokumentationspflicht, von der bin ich nicht frei. Ich muss alles ganz genau dokumentieren, schriftlich dokumentieren, was ist da passiert, um welche Daten geht es und welche Auswirkungen kann das Ganze haben. Also die Meldepflicht bei Datenpannen, auch eine neue Auswirkung der DSGVO, gab es vorher so noch nicht. Gegenüber zuständigen Aufsichtsbehörden muss man so etwas melden. Und der letzte große Begriff auf dieser Liste organisatorischer Maßnahmen ist die sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung, Artikel 35, 36 der DSGVO. Die Datenschutzfolgenabschätzung ist nichts anderes als eine Risikoanalyse, eine Vorabrisikoanalyse. Bevor ich personenbezogene Daten verarbeiten darf, bestimmte personenbezogene Daten verarbeiten darf, muss ich abwägen, muss ich
die Rechtmäßigkeit prüfen, die Folgen und Risiken prüfen. Das ist eine Datenschutzfolgenabschätzung. Und die muss ich unter bestimmten Voraussetzungen vornehmen. Das ist im Artikel 35, 36 hier geregelt. Und darin ist geregelt, vom Gesetzestext her ist geregelt, wenn zum Beispiel persönliche Aspekte natürlicher Personen automatisiert, systematisch, umfassend bewertet werden oder wenn besondere Kategorien personenbezogener Daten umfangreich verarbeitet werden oder eine systematische Überwachung öffentlicher Bereiche stattfindet, dann muss eine Datenschutzfolgenabschätzung erfolgen. Dann muss ich eine solche Risikovorabanalyse machen. Und der Gesetzgeber hat ja auch eine sogenannte Muss-Liste erstellt, also die Landesdatenschutzbehörden haben die rausgegeben, wo drin beispielhaft drin steht, wann man die erstellen muss, eine sogenannte Blacklist. In jeder Landesdatenschutzbehörde findet man die mit Beispielen, wann man eine solche Datenschutzfolgenabschätzung durchführen muss. Ja, da vielleicht noch ein kleiner Aspekt zu den Sicherheitsunternehmen. Also zum Beispiel steht in der Muss-Liste der Landesdatenschutzbehörde Nordrhein-Westfalen ganz klar drin, dass die Geolokalisierung von Wachpersonen auf jeden Fall eine Datenschutzfolgenabschätzung erfordert. Da muss man eine Risikoanalyse durchführen. Das heißt, Revierdienstmitarbeiter, Alarmmitarbeiter, Alarminterventionsfahrer, die überwacht werden per GPS beispielsweise, da muss ich dann eine solche organisatorische Maßnahme treffen. Mit anderen Auswirkungen noch, kommen wir gleich drauf. Okay, das sind die TOMs gewesen, das sind die organisatorischen Maßnahmen gewesen, zu denen man verpflichtet sein kann nach der DSGVO. Ja, kommen wir zur Überschrift Nummer 7, den Rechten der Betroffenen. Den Rechten der Betroffenen, die geregelt sind in Artikel 12 und folgende in der DSGVO. Und ja, da kann man ohne zu übertreiben wirklich sagen, hier regelt die DSGVO wirklich sehr umfassende Rechte der Betroffenen. Die Betroffenen hatten ja auch schon nach dem alten Datenschutzrecht ja umfangreiche Rechte. Und das hat sich hier natürlich nicht geändert, sondern eher noch erweitert. Ja, und hier haben wir jetzt einzelne Begriffe. Was auf der einen Seite die Rechte der Betroffenen sind, sind natürlich auf der anderen Seite die Pflichten derjenigen, die die Daten verarbeiten. Also der Verantwortliche, die verantwortliche Stelle, der Leiter der verantwortlichen Stelle, der Auftragsverarbeiter, die haben die Pflichten, das Sicherheitsunternehmen zum Beispiel, das hat die Pflicht, diesen Rechten der Betroffenen eben auch nachzukommen. Und da sei zuerst genannt, dass der Verantwortliche natürlich eine Informationspflicht hat. Das heißt, ich muss jedem, dessen personenbezogene Daten ich auf irgendeine Art und Weise verarbeite und selbst wenn er nur meine Webseite benutzt oder mein Kontaktformular benutzt oder was auch immer oder sich im Unternehmen bewirbt, dem muss ich also ganz klare Informationen geben, was ich mit seinen Daten da genau anstelle. Und ich sag mal, die deutlichste Auswirkung, die wir hier raus aus der Informationspflicht, glaube ich, alle gespürt haben nach dem 25. Mai 2018, war, dass wir alle zugespammt wurden mit Datenschutzerklärungen. Mit Datenschutzerklärungen, also auf einmal haben wir von Unternehmen, Institutionen, Webseiten und so weiter Mails bekommen, da wussten wir gar nicht, dass wir uns da mal angemeldet haben, zumindest ging es mir so. Und dann haben wir ganz viele Datenschutzerklärungen bekommen, die man garantiert auch nicht alle gelesen hat. Aber diese Datenschutzerklärungen ja, erfüllen diese neuen Informationspflichten. Ich sage das mit Vorsicht, aber diese neuen Informationspflichten, die umfassender sind wie die Informationspflichten nach dem alten Datenschutzrecht und wo ich ganz genau erklären muss, was passiert mit den personenbezogenen Daten. Ja, auch die Webseitenbetreiber kennen sich damit alle bestens aus mittlerweile, also da sind Datenschutzerklärungen drauf, die natürlich dem neuen Recht jetzt entsprechen müssen und die umfassender sind, als wie es früher der Fall war. Also wenn ich eine Webseite besuche, dann muss mir eben auf der Seite Datenschutz muss mir ganz klar erklärt werden, was passiert da jetzt genau, wenn ich diese Webseite benutze, wenn ich das Kontaktformular beispielsweise benutze und so weiter und so fort. Also das muss mir ganz genau erklärt werden. Und das erfüllt eben diese Informationspflicht gegenüber den Betroffenen. Und dann haben die Betroffenen natürlich noch einzelne Rechte. Das ist das Auskunftsrecht, ganz klar. Ich kann von jeder Stelle, von jeder Behörde, von jedem Unternehmen, welches über mich personenbezogene Daten hat, darf ich verpflichtend erwarten, dass man mir Auskunft darüber gibt. Und zwar schriftlich. Also schriftlich darüber Auskunft gibt, ganz genau, was von mir dort verarbeitet wird, was von mir gespeichert ist, auch wie lange das gespeichert ist und zu welchen Zwecken das gespeichert ist. Also dieses Auskunftsrecht ist umfassend.
Und dieses Auskunftsrecht ist eben eine dieser Auswirkungen des Datenschutzes. Und das geht natürlich noch weiter. Ich habe auch ein Recht auf Berichtigung. Darüber haben wir an anderer Stelle schon mal gesprochen, bei dem Grundprinzip der Richtigkeit der Daten. Also wenn meine Daten nicht richtig sind, dann kann ich auf Berichtigung bestehen. Wenn etwas gelöscht werden muss, dann kann ich darauf bestehen, dass es gelöscht wird. Wenn es keinen Zweckbezug mehr hat, wenn die Daten nicht mehr benötigt werden, müssen sie gelöscht werden. Auch ohne meinen ausdrücklichen Antrag müssen sie gelöscht werden. Aber wenn ich merke, da verarbeitet jemand meine Daten oder hat die noch gespeichert, der sie nicht mehr gespeichert haben darf, aus einem anderen Rechtsgrund nicht mehr gespeichert haben darf, dann muss er sie auch wirklich löschen. Darauf darf ich bestehen. Dann gibt es noch diesen neuen Begriff, ich will fast sagen Modebegriff, des Recht auf Vergessenwerdens. Klingt ja alles ganz schön, ist wahrscheinlich ein Gegenmittel zu dem, was wir alle kennen, nämlich dem Spruch, das Internet vergisst nie. Und das Internet muss aber jetzt vergessen. Wenn es nach der DSGVO geht, muss das Internet vergessen und da sind wir auch gleich beim Adressaten. Also es geht hier bei dem Recht auf Vergessenwerden gar nicht um dieses normale Verhältnis zwischen meinetwegen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ja, oder Unternehmer und einer anderen natürlichen Person, einem anderen Kunden und so weiter, sondern es geht hier mehr um das, was da im Internet passiert, das Recht auf Vergessenwerden. Also wenn ich irgendwo angemeldet bin und habe da Dinge veröffentlicht, Bilder veröffentlicht, habe ein Profil veröffentlicht, Daten von mir preisgegeben, habe ich eben nach der Datenschutzgrundverordnung ein Recht darauf, dass wenn ich das lösche, dass das auch wirklich gelöscht ist, dass es nicht irgendwo wieder auftaucht, sondern dass ich vergessen werde im wahrsten Sinne des Wortes. Darauf will ich nicht weiter eingehen, weil es uns nicht direkt betrifft. Davon sollte man einfach mal gehört haben, dass es auch ein Recht auf Vergessenwerden gibt. Kann ja durchaus auch eine prüfungsrelevante Frage an irgendeiner Stelle sein. Dann gibt es noch ein Widerspruchsrecht und da muss ich zugeben, hier war die Flipchart einfach nicht groß genug. Dann gibt es noch ein Recht auf Datenübertragbarkeit und es gibt auch noch ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Jetzt muss ich an dieser Stelle aber sagen, wenn es um die Frage geht, was ist prüfungsrelevant, was müssen Sie lernen? Sie müssen diese ganze Liste nicht auswendig lernen. Hier geht es mehr um Logik, um gesunden Menschenverstand. Es geht darum, dass Sie für sich speichern. Ja, ich habe als Betroffener ein Recht darauf zu erfahren, wer was wann über mich weiß. Und natürlich auch noch mehr, was ich da so, also woher die Daten kommen, wohin die Daten gehen, warum die Daten verarbeitet werden. Also all diese W-Fragen. Also ich habe ein Recht darauf, das zu erfahren. Dieses Recht ist durch die DSGVO hier ganz klar zementiert und diesem Recht müssen die verantwortlichen Stellen nachkommen. Also derjenige, der Daten verarbeitet, muss dem nachkommen. Wenn beispielsweise jemand ein Hausverbot erteilt bekommen hat, weil er einen Diebstahl begangen hat in einem Shoppingcenter und der kommt 3 Jahre später und möchte wissen, was mit seinen personenbezogenen Daten, die damals von dem Sicherheitsdienst aufgenommen wurden, passiert ist, dann ist er ein Betroffener im Sinne des Datenschutzrechts und dann hat er ein Recht darauf, das zu erfahren. Dann muss das Shoppingcenter ihm das sagen, was haben wir von dir noch gespeichert, was machen wir damit, wann löschen wir das oder haben wir das vielleicht gar nicht mehr, was auch immer. Also es muss genau erklärt werden, was mit diesen Daten passiert ist, was mit diesen Daten noch passiert und zu welchen Zwecken das passiert. Also all diese Rechte haben Betroffene und das soll an der Stelle zu den Rechten der Betroffenen reichen. Sie müssen wissen, die Betroffenen haben umfangreiche Rechte und das Recht auf Auskunft, das Recht auf Information, das Recht auf Berichtigung, Löschung, Widerspruch, Datenübertragbarkeit oder Einschränkung der Verarbeitung gehört eben dazu. Okay, das war's. Also wir haben gesprochen über die technisch-organisatorischen Maßnahmen und über die Rechte der Betroffenen. Machen wir weiter. Wir kommen auf die Zielgerade. So, Zielgerade ist ein gutes Stichwort. Also wir befinden uns auf der Zielgeraden. Wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Wir haben jetzt hier die letzte Flipchart-Seite des Datenschutzrechtsvortrags hier vor Augen. Und ja, ich hoffe, dass es bisher verständlich war und ich bemühe mich jetzt auf die letzten Meter auch, dass es verständlich rüberkommt. Ich muss an der Stelle eben sagen, ja, Datenschutz ist relativ theoretisch. Es gibt viele Begriffe, die einer Erklärung bedürfen. Ich hoffe, das ist mir bisher ganz gut gelungen. Und als Dozent muss man sich immer zwischen Verständlichkeit und Genauigkeit entscheiden. Und ich hoffe, dass mir da ein guter Mittelweg einfach gelingt. Okay, also wir gehen zu Punkt 8. Und Punkt 8, Überschrift 8, lautet Videoüberwachung. Und das Erste, was Ihnen vielleicht auffällt, ist Bundesdatenschutzgesetz. Also, wir haben jetzt hauptsächlich über die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung gesprochen, weil das einfach das
der wesentliche Baustein des Datenschutzrechts ist, aber wir haben ja in Teilbereichen, wie am Anfang angedeutet, mit dem Bundesdatenschutzgesetz zu tun. Teilbereiche heißt unter anderem die Videoüberwachung in öffentlichen Räumen, die hier geregelt wird durch § 4 des Bundesdatenschutzgesetzes. Und diese Videoüberwachung öffentlich zugänglicher Räume, da hat sich, das kann ich gleich vorweg sagen, gar nicht so viel geändert zum alten Datenschutzrecht, zumindest nicht von den Bestimmungen, die wir dort finden, also den Zwecke, unter denen man eben Videoüberwachung überhaupt durchführen darf. Der Gesetzestext hat sich da eigentlich nicht geändert. Und deswegen möchte ich darauf kurz eingehen. Also wann ist eine Videoüberwachung überhaupt zulässig? Eine Videoüberwachung in öffentlichen Räumen. Und da gibt es drei wesentliche Zwecke, die in dem § 4 sich eben befinden. Die möchte ich einfach erst einmal hier hinhängen. Also die Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen. Das heißt, öffentliche Stellen, Behörden, Gemeinden, öffentliche Verwaltung und so weiter, die dürfen zu ihrer Aufgabenerfüllung Videoüberwachung installieren. Erstmal grundsätzlich. Das ist der Zweck. Also Videoüberwachung eines Gerichtsgebäudes, Videoüberwachung eines Polizeipräsidiums, das wären solche Beispiele. Dann haben wir den Zweck zur Wahrnehmung des Hausrechts. Also ein Unternehmen, ja, zum Beispiel ein Geschäft, vielleicht ein Shoppingcenter, welches eine Videoüberwachung installiert für bestimmte neuralgische Bereiche oder für das Parkhaus und so weiter. Also zur Wahrnehmung des Hausrechts ist auch ein hier legitimer Zweck, wann man eine Videoüberwachung überhaupt installieren darf. Und der dritte Zweck, der da genannt wird, ist die Wahrnehmung berechtigter Interessen. Also da haben wir wieder diesen Begriff der berechtigten Interessen, sehr weit gefasster Begriff, das kann vieles sein. Wenn zum Beispiel es zu Straftaten gekommen ist in bestimmten Bereichen und ich dann sage, diesen Bereich möchte ich jetzt Video überwachen, damit es nicht zu weiteren Straftaten kommt, dann könnte es ein solches berechtigtes Interesse sein. Und zu diesem Zweck darf eine Videoüberwachung nur dann vorgenommen werden, wenn sie erforderlich ist und wenn die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen nicht überwiegen. Und da denken Sie hoffentlich jetzt an das, was wir schon besprochen haben, an das Grundprinzip Treu und Glauben, an das Grundprinzip der Verhältnismäßigkeit. Wir müssen immer eine Interessenabwägung vornehmen und so ist es auch bei der Videoüberwachung. Und im Übrigen, hier könnte man jetzt alle neun Begriffe, alle neun Grundprinzipien, die Spielregeln des Datenschutzes, eigentlich nochmal daneben hängen. Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Speicherbegrenzung, Richtigkeit, Rechenschaftspflicht. Also wir könnten all diese Prinzipien hier hinhängen und dann am Thema Videoüberwachung feststellen, all diese Prinzipien müssen eingehalten werden. Das sind die Grundsätze der DSGVO, die natürlich auch bei der Videoüberwachung gelten. Und bei der Videoüberwachung zeigt sich das für mich am offensichtlichsten, wenn man durch die Innenstadt geht, mal genau darauf guckt, in welchem Kaufhaus hängt denn die Videoüberwachung und wie ist diese Videoüberwachung beschildert. Beschildert musste die früher auch schon sein. Die Hinweisschilder brauchten wir vorher auch schon nach dem alten Datenschutzrecht, dass frühzeitig erkennbar gemacht wird, dass da Videoüberwachung hängt. Das ist natürlich auch weiterhin eine Pflicht, aber diese Pflicht ist ein bisschen erweitert worden durch die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, die Hinweisschilder enthalten mehr Informationen. Da muss der Umstand der Beobachtung drauf sein. Da müssen die Kontaktdaten drauf sein, da muss der Datenschutzbeauftragte eventuell sogar benannt sein, da müssen die Rechte der Betroffenen benannt sein, da muss der Rechtsgrund draufstehen. Also da sind viele Informationen, die den Betroffenen gegeben werden müssen. Das ist dem Umstand der Informationspflicht geschuldet, über die wir vorhin gesprochen haben. Die Betroffenen müssen mehr Auskunft, müssen Auskunft, ausreichende Auskunft, umfassende Auskunft darüber bekommen, was da mit ihren Daten passiert. Weil wenn ich in das Kaufhaus reingehe und ich werde natürlich aufgenommen, diese Aufnahmen werden eine bestimmte Zeit gespeichert. Auch das übrigens muss irgendwo für mich erkennbar sein, wie lange wird das überhaupt gespeichert. Wird das ein Jahr gespeichert oder zwei Tage oder wie lange? Und da wird ja mein Grundrecht auf Datenschutz verletzt. Also indem ich aufgezeichnet werde. Ich gehe da einkaufen, ich bezahle ganz normal an der Kasse, gehe raus. Aber das ist ja auf der Aufzeichnung drauf. Das sind personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet werden. Auch wenn damit gar nichts gemacht wird. Aber ich bin ja in meinen Rechten erst einmal verletzt worden. Ich sage das mit aller Vorsicht, aber hier
habe ich natürlich bestimmte Rechte daraus, die daraus sich ableiten. Und bei der Videoüberwachung sind diese Prinzipien natürlich alle einzuhalten und am offensichtlichsten sehen wir das an den Hinweisschildern. Es muss auf eine Videoüberwachung hingewiesen werden. Ein einfaches Piktogramm reicht da eben einfach nicht. Okay, das soll auch schon es an prüfungsrelevanten Inhalt zur Videoüberwachung gewesen sein. Dann gehen wir zum Datenschutzbeauftragten. Der Datenschutzbeauftragte ist hier Artikel 37. Ja, hier steht 35 oder vielleicht soll das eine 7 sein. Also auf jeden Fall ist der Artikel 37 der DSGVO und der Paragraph 38 des Bundesdatenschutzgesetzes. Darin steht ganz genau, wann ist ein Datenschutzbeauftragter ein sogenannter zu bestellen. Und der Datenschutzbeauftragte, das sei hier einfach erwähnt, hat nach der Datenschutzgrundverordnung von der Stellung im Betrieb oder in der Behörde mehr Gewicht bekommen. Der hat eine ganz zentrale Funktion, da ist genau beschrieben, was der alles darf, was der alles machen muss und der hat auch eine gewisse offizielle Funktion. Zu der kommen wir gleich. Erst einmal kommen wir zu der Grundlage, wann muss einer bestellt werden. Da gehen wir erst in das Bundesdatenschutzgesetz. Das Bundesdatenschutzgesetz sagt, also nationale Gesetzgebung, das Bundesdatenschutzgesetz sagt, ein Datenschutzbeauftragter ist immer dann zu bestellen, wenn in einem Unternehmen mehr als 10 Personen, also mindestens 10 Personen, ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Dann muss ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Also legen wir fest, 10 Personen. Merken Sie sich 10 Personen, wenn in einem Betrieb also mehr als 10 Personen, mindestens 10 Personen mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, dann ist ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen. Ein Datenschutzbeauftragter ist aber unabhängig von der Anzahl der Verarbeiter im Unternehmen immer dann zu bestellen, wenn zum Beispiel Verarbeitung personenbezogener Daten vorgenommen werden, die einer Datenschutzfolgenabschätzung unterliegen. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Eine Datenschutzfolgenabschätzung, Artikel 3536 DSGVO, also immer dann, wenn die Rechte und Freiheiten der Betroffenen in besonderer Weise berührt werden hier, dann muss man so eine Risikoanalyse machen. Und wenn man die machen muss, wenn man also irgendeine Datenverarbeitung im Unternehmen hat, für die man eine solche Risikoanalyse eben vornehmen muss, dann muss man auch einen Datenschutzbeauftragten in dem Unternehmen haben. Da kann ich ergänzend für Sicherheitsunternehmen gleich hinzufügen, die meisten Sicherheitsunternehmen müssen daher einen Datenschutzbeauftragten haben. Warum? Weil, wenn Sie zum Beispiel einen Revierdienst haben oder Sie haben einen Objektschutz- und Werkschutzdienst und Sie haben technische Gerätschaften, ich denke da an Wächterkontrollgeräte vor allen Dingen, die zum Beispiel eine GPS-Überwachung, also eine Geolokalisierung der Beschäftigten ermöglicht. Es geht nur um das, dass es möglich ist. Wenn das möglich ist, dann ist das nach Stand heute eine klare Pflicht dazu, eine Datenschutzfolgenabschätzung vorzunehmen. Und wenn ich eine Datenschutzfolgenabschätzung vornehmen muss, dann muss ich auch einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Oder Sicherheitsunternehmen, die im Bereich der Ermittlungen tätig sind. Natürlich auch die, also Privatermittlungen für andere Unternehmen Ermittlungen durchführen zur Aufdeckung von Straftaten beispielsweise, dann muss ich auch eine Datenschutzfolgeabschätzung durchführen, weil hier natürlich in die Rechte und Freiheiten zum Beispiel von vermeintlichen Zielpersonen eingegriffen wird. Vielleicht kleiner Exkurs an der Stelle, ich will Sie nicht durcheinander bringen, aber im Bundesdatenschutzgesetz finden wir auch den Beschäftigtendatenschutz in § 26. des Bundesdatenschutzgesetzes und der beschäftigte Datenschutz, der ja eigentlich nichts anderes ist wie ein Erlaubnistatbestand für den Arbeitgeber, dass er die Daten seiner Beschäftigten, also seiner Arbeitnehmer, zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses, also die zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind, eben auch verarbeiten darf, wenn er nicht in die Persönlichkeitsrechte seiner Beschäftigten hier allzu weit eingreift. Na, auch da wieder Hinweis auf Verhältnismäßigkeit, aber er darf grundsätzlich, um das Arbeitsverhältnis durchzuführen, muss ich natürlich die personenbezogenen Daten meiner Mitarbeiter verarbeiten können, sonst könnte ich sie ja nicht mal abrechnen. Also das ist irgendwie klar, aber es ist nicht automatisch klar. Wir erinnern uns, Verbotsprinzip in der Erlaubnisvorbehalt. Ich brauche immer eine Erlaubnis aus dem Datenschutzrecht und diese Erlaubnis gibt mir dann dieser Paragraph 26. Und warum spreche ich über den? Weil darin auch steht, zur Aufdeckung von Straftaten, also wenn personenbezogene Daten von Beschäftigten verarbeitet werden sollen, zur Aufdeckung von Straftaten, also verdächtige ich zum Beispiel meinen Mitarbeiter eine Straftat zu begehen und will gegen ihn ermitteln,
dann darf das nur gemacht werden, wenn dokumentierte tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat, also für die Straftat, für die Begehung dieser Straftat vorliegen und die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen hier nicht überwiegen. Auch hier wieder ein Hinweis auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Also wir sehen, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn es um den Ermittlungsbereich geht. Es wäre vielleicht mal ein extra Video wert, das sei an dieser Stelle aber nur, darauf sei nur hingewiesen. Und wenn man dann trotzdem ermittelt, dann ist der Beweisverwertungsverbot noch das Geringste, was einem passieren kann, sondern wenn man dann unrechtmäßig Daten erfasst hat, dann könnte es auch zu sehr hohen Bußgeldern kommen, über die sprechen wir jetzt gleich im Anschluss. Also da sollte man sehr vorsichtig sein. Inwiefern man mal in die Daten von Beschäftigten eingreift, in die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten eingreift. Okay, aber wir sind beim Datenschutzbeauftragten immer noch. Entschuldigung für diesen kurzen Ausflug. Datenschutzbeauftragte immer zu bestellen. 10 Personen, ständige Datenverarbeitung. Datenschutzfolgenabschätzung, wenn die gemacht werden muss, nach Artikel 35, dann muss eben hier auch ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Ja, und dann haben wir den dritten Rechtsgrund hier, wann ist ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen? Immer dann, wenn geschäftsmäßig personenbezogene Daten verarbeitet werden zum Zwecke der Übermittlung oder zum Markt- und Meinungsforschung. Also in dem speziellen Bereich eben auch, der uns weniger betrifft. Aber das sollten Sie auf dem Schirm haben. Es gibt bestimmte Gründe, wann einer zu bestellen ist. Grundsätzlich hängt das erstmal mit der Größe des Betriebes zusammen. Wenn ich 10 Leute damit beschäftigt habe, mit der ständigen automatisierten Verarbeitung, dann muss ich sowieso. Aber wenn ich noch ein kleinerer Betrieb bin, muss ich nur dann, wenn eine dieser beiden Voraussetzungen dann vorliegt. Und die Datenschutzgrundverordnung enthält dann eben auch nochmal Bestimmungen dazu, wann muss einer bestellt werden. Und die Datenschutzgrundverordnung setzt diese Messlatte aber ein bisschen weiter oben an. Die Datenschutzgrundverordnung sagt im Artikel 37 dazu, also ein Datenschutzbeauftragter muss nur dann bestellt werden, wenn die Kerntätigkeit des Unternehmens eine umfangreiche, regelmäßige und systematische Überwachung der Betroffenen erforderlich macht. Oder wenn besondere Kategorien personenbezogener Daten umfangreich verarbeitet werden, dann muss auch ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Und es ist völlig egal von der rechtlichen Auswirkung, ob ich jetzt einen Datenschutzbeauftragten nach der DSGVO bestellen muss oder nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Das, was dann folgt, ist immer das Gleiche. Es gibt bestimmte Regularien, das heißt, der Datenschutzbeauftragte muss benannt werden, er muss ernannt werden und er muss, da kommen wir zur ersten Rechtspflicht des Verantwortlichen, des Unternehmens, er muss der zuständigen Aufsichtsbehörde genannt werden. Offiziell genannt werden, das ist unser Datenschutzbeauftragter. Bin ich zur Bestellung verpflichtet, muss ich den auch nennen. Allein das Nichtbenennen eines Datenschutzbeauftragten wäre schon ein Bußgeldrisiko. So, und wenn er dann benannt ist, hat er natürlich bestimmte Funktionen und Aufgaben. Die kann ich hier nicht vollständig nennen, aber wir können sie mal anreißen. Also ein Datenschutzbeauftragter muss natürlich den Leiter der verantwortlichen Stelle, die verantwortliche Stelle beraten, unterstützen in Sachen des Datenschutzes. Er hat Datenschutzfolgenabschätzungen durchzuführen. Er hat Auskunft an die Betroffenen zu erteilen. Er hat die Informationspflicht des Verantwortlichen zu erfüllen und er ist eigentlich die Schnittstelle zwischen der zuständigen Aufsichtsbehörde und dem Betrieb. Er ist die Schnittstelle und er hat zudem auch das Personal in Sachen Datenschutz zu sensibilisieren und zu schulen. Also all diese Dinge muss ein Datenschutzbeauftragter tun, das hat er als Pflicht. Ja, das ist zum Datenschutzbeauftragten zu sagen. Der kann übrigens intern oder extern bestellt werden. Das heißt, ich kann mir auch einen Datenschutzbeauftragten einkaufen. Ähnlich wie das im Thema Arbeitssicherheit der Fall ist, bei Fachkräften für Arbeitssicherheit, die von außen kommen, geht das auch beim Datenschutzbeauftragten. Das muss kein Angestellter des Unternehmens sein, der kann auch von außen kommen. Ändert aber nichts an den Pflichten des Verantwortlichen, der verantwortlichen Stelle. Die verantwortliche Stelle ist nun mal dafür verantwortlich, wie der Begriff schon sagt, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Kommen wir zu Punkt 10, Haftung und Sanktionen. Worum geht's? Es geht um die Rechtsfolgen. Und vielleicht erinnern Sie sich ganz am Anfang dieses Vortrags an den Begriff Taxonomie, also Lernziele, die ich da genannt habe, die im Rahmenplan stehen. Da steht ganz klar im Rahmenplan drin, der Prüfungsteilnehmer muss eben die Konsequenzen bei Fehlverhalten benennen können. Da sind wir jetzt und in 3 Minuten können Sie das. Dafür müssen Sie sich eigentlich nur bestimmte Begriffe merken. Also, was passiert jetzt, wenn eine verantwortliche Stelle, wenn ein Unternehmen oder auch eine Behörde, bei Behörden gibt es da Einschränkungen, das sage ich gleich vorweg, also Behörden können
keine Bußgelder bekommen, ja, also können keine Bußgelder bekommen und können insofern nicht bestraft werden für Datenschutzverstöße. Allerdings können sie haftbar gemacht werden. Und da sind wir auch schon direkt bei der ersten Rechtsfolge, die hier genannt sei, nämlich die Rechtsfolge, und die fällt uns ja auch gleich bei Haftung ein, Schadensersatzpflicht. Es gibt eine Schadensersatzpflicht dann. Also der Betroffene, dessen Daten hier unrechtmäßig verarbeitet wurden, kann ganz klar zivilrechtlich auf Schadensersatz klagen. Immateriellen oder materiellen Schaden. Ja, also er kann hier Schadensersatz verlangen, sowohl von einer Behörde als auch von einer nicht öffentlichen Stelle. Wenn wir jetzt aber zu den nicht öffentlichen Stellen kommen, was gibt es da für Rechtsfolgen, was gibt es für Sanktionen, die jetzt durch die zuständigen Aufsichtsbehörden verhängt werden können auch. Und die sind immens. Das ist das, was wir vielleicht auch durch die Medien schon mitbekommen haben. Die Strafen sind einfach härter geworden oder können härter sein. Bisher gibt es ja noch keine Rechtsprechung direkt zur DSGVO. Aber das werden wir die nächsten Monate und Jahre erleben, dass da auch immense Bußgelder verhängt werden. Und da gibt es eben zwei, die Sie sich merken müssen, zwei Rechtsfolgen im Rahmen der DSGVO. Also die Haftungen und Sanktionen gehen ja sowohl aus der DSGVO als auch aus dem Bundesdatenschutzgesetz hervor. Und in der DSGVO steht ganz klar, es kann mit einem Bußgeld von bis zu 4% vom Umsatz, und zwar weltweit Jahresumsatz bei einem Unternehmen, hier an Bußgeld drohen. Das ist eine ganze Menge, wenn wir an Unternehmen wie Facebook und Google denken, dann tut das schon weh von der Summe her. Und das soll natürlich auch abschrecken. Das ist der Grund für diese härteren Strafen. Ich sage mal, wenn ein kleiner Handwerksbetrieb, ein kleiner Verein vergisst, seinen Datenschutzbeauftragten zu benennen, wird er sicherlich nicht 4% vom Umsatz hier an Bußgeld zu erwarten haben. Auch hier ist die Rechtsprechung natürlich verhältnismäßig, behaupte ich an dieser Stelle. Okay, und dann gibt es noch Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro für natürliche Personen. Auch das ist hier möglich und das sind natürlich abschreckende Summen. Die sollen abschreckend sein und die sollen eben ja Verantwortliche empfindlich treffen und ja davor abschrecken. Also sollen quasi die Unternehmen dazu zwingen, wirklich die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Ja, also das droht natürlich nicht jeder Einzelperson, die dann mal einen kleinen Datenschutzverstoß begeht. Das ist ganz klar. Da ist die Zielrichtung eine etwas andere. Aber diese Summen, sollten Sie sich merken, die könnten durchaus prüfungsrelevant sein, sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen Teil der Sachkundeprüfung. Und zu guter Letzt sei erwähnt, das Bundesdatenschutzgesetz hat hier eine spezielle Regelung, nationale Gesetzgebung. Das Bundesdatenschutzgesetz legt hier fest, dass unter bestimmten Voraussetzungen, wenn der Datenverstoß auf bestimmte Art und Weise begangen wurde, es sich sogar um eine Straftat handelt. Also wir reden ja hier bei den Bußgeldern noch über Ordnungswidrigkeiten, die mit immensen Bußgeldern hier versehen sind. Aber es kann auch sich um eine Straftat handeln. Das heißt, ein Gericht kann auch eine Geldstrafe festlegen, beziehungsweise sogar eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Das sind die Rechtsfolgen, die Sie kennen müssen im Rahmen der IHK-Sachkundeprüfung. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Okay, kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt, da hat sich gar nichts geändert. Das ist, glaube ich, der einzige Punkt in dem Rahmenplan, der sich gar nicht geändert hat im Vergleich zum alten Rahmenplan, nämlich die datenschutzrelevanten Straftaten. Ab § 201 folgende Strafgesetzbuch. Da sind 4 Paragraphen genannt und die möchte ich hier auch einfach mal hinhängen, die Überschriften zumindest dieser Paragraphen im Strafgesetzbuch. Hier geht es mehr darum, dass Sie einfach wissen, es gibt die Datenschutzgrundverordnung, es gibt das Bundesdatenschutzgesetz, wir haben über viele Grundlagen gesprochen und dass Sie eben hier an dieser Stelle auch wissen, auch das Strafrecht, also das Hauptgesetzeswerk im Strafrecht, das Strafgesetzbuch enthält datenschutzrelevante Straftaten. Datenschutzrelevante Straftaten und da seien eben genannt einmal die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Ja, hört sich ein bisschen komisch an. Oder Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen, der sogenannte Paparazzi-Paragraph. Oder Verletzung des Briefgeheimnisses. Da können wir uns was drunter vorstellen. Oder Ausspähen von Daten. Und jetzt geht es mir gar nicht darum, dass wir hier jetzt die Tatbestandsmerkmale detailliert besprechen. Ich behaupte sogar, die Tatbestandsmerkmale müssen Sie dafür gar nicht lernen. Lesen Sie die Paragraphen durch. Prägen Sie sich grob ein, was damit gemeint ist. Und ja, Sie sollten einfach als Prüfungswissen mitnehmen, es gibt diese Paragraphen, die natürlich datenschutzrelevant sind. Also auch im Strafrecht werden bestimmte Handlungen unter Strafe gestellt, die mit Datenschutzverletzungen zu tun haben.
Ja, ob ich jetzt jemanden heimlich aufzeichne, was er mir erzählt, ja, dass ich irgendwo einfach mitschneide in irgendeiner Form, dann mache ich mich eben schon nach § 201 strafbar. Oder ob ich im höchstpersönlichen Lebensbereich, das heißt in einer Wohnung, jemanden fotografiere. Ja, ein Gruß an alle Detektive da draußen, die das heute immer noch machen. Also wenn ich in einer Wohnung oder in einem Privatsphärebereich jemanden fotografiere, dann mache ich mich nach § 201 1a StGB strafbar und dann haben wir noch die Verletzung des Briefgeheimnisses, Ausspähen von Daten. Also beschäftigen Sie sich kurz mit diesen datenschutzrelevanten Straftaten, das soll auch an der Stelle reichen. Reichen soll auch das, was ich hier vorgetragen habe zum Thema Datenschutzrecht. Ich hoffe, es ist mir gelungen, dass Sie mir gedanklich folgen konnten, dass Sie verstanden haben, was ich zu den einzelnen Überschriften, zu den einzelnen Themen hier zum Besten gegeben habe. Und ich hoffe, dass Sie dadurch eine wirksame Hilfestellung bekommen für die Fragen, die auf Sie zukommen im schriftlichen oder auch im mündlichen Prüfungsteil der Sachkundeprüfung. Natürlich ist es nur eine Einführungsdatenschutzrecht. Also ein Vortrag hier bei YouTube kann eine umfangreiche Schulung, wo ein Dozent 8 Stunden, 16 Stunden, 24 Stunden über Datenschutzrecht spricht, sicherlich ersetzen, aber vielleicht ergänzen. Und an der Stelle hoffe ich, dass Sie besser gerüstet sind für das Thema Datenschutzrecht durch diesen Vortrag. Und ja, Datenschutz, das sei vielleicht am Ende noch erwähnt, Datenschutz ist im Sicherheitsbereich sehr wohl ein großes Thema, auch wenn es jetzt vielleicht nur 4 Fragen von 72 Fragen sind im schriftlichen Teil. Aber es ist ein sehr großes Thema, weil Sicherheitskräfte mit Daten zu tun haben. Ob sie Personalien aufnehmen von Straftätern, ob sie Hausverbote erteilen oder ob sie in der Zutrittskontrolle tätig sind oder mit der Videoüberwachung befasst sind oder Zugang, Zutritt zu Bereichen haben, wo letztendlich Daten auch gelagert werden. Also all diese Tätigkeiten sind datenschutzrelevant. Insofern sollte man zumindest Grundlagenkenntnisse haben im Sicherheitsbereich zum Thema Datenschutz. Und ich hoffe, dieser Vortrag, dieser Beitrag leistet ein wenig Hilfestellung dazu. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Prüfungsvorbereitung und sage einfach bis demnächst. Machen Sie es gut. Tschüss.